Zeuge Alfred Ätner, Deutschland, Kriminalobermeister, 39 Jahre. Uns Angeklagter Stark, 125. Verhandlungstag, 8.1.1965. Uns 130. Verhandlungstag, 25.1.1965. Beschlüsselung des Gedächtnisses. Ja. Sie heißen mit Vornamen? Alfred. Alfred Ätner, wie alt sind Sie? 39 Jahre. 39 Jahre alt, verheiratet. Verheiratet. Kriminalmeister. Kriminalobermeister. Obermeister in Ludwigsburg. Jawohl. Und nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Ätner, Sie sind in die Ermittlung in dieser Sache eingeschaltet gewesen. Jawohl, im Jahr 1959 von Januar bis Mai. Bis Mai. Jawohl. Und wen haben Sie denn in dieser Zeit vernommen von den Angeklagten, die hier sind? Ich habe vernommen den Angeklagten Stark, ja. Dilewski und Broad. Stark, Dilewski und Broad. Und Stark haben Sie in Köln vernommen? Wurde in Köln vernommen. Ja. Und Dilewski und Broad? Dilewski in Krefeld und Broad in Braunschweig. In Braunschweig. Nun, Ätner, wegen der Vernehmung Stark müssen wir leider heute zurückhalten, denn gerade da müsste ich Ihnen sofort Fragen vorlegen, die den Sachverständigen sicherlich interessieren würden, nämlich die Reaktion, welche Reaktion die Verhaftung bei Stark ausgelöst hat und wie Stark sich dann in der ganzen Vernehmung verhalten hat. Er hat in der Hauptverhandlung seine Aussage erheblich abgeschwächt. Auch das müssten wir bei Ihnen eruieren, wie das gewesen ist. Aber wie gesagt, da dürfen wir heute nicht drüber sprechen. Wollen wir uns doch dann... können Sie sich noch erinnern auf diese Vernehmung, Stark? Kann mich gut erinnern, ja. Können sich gut erinnern? Jawohl. Also Sie können uns da eine Aussage machen? Kann ich wohl. Ja. Nun, wollen wir uns dann weiter einmal zuwenden der Vernehmung Dilewski und Broad. Sagen Sie bitte, Sie sagten, Sie haben Dilewski in Krefeld und Broad in Braunschweig vernommen. Wo haben Sie Broad denn aufgesucht? Oder wo haben Sie ihn gefunden? Herr Broad befand sich an seiner Arbeitsstelle. Es handelt sich um eine Werkzeugmaschinenfabrik, glaube ich. Auf alle Fälle so einen metallverarbeitenden Betrieb in Braunschweig. In Braunschweig. An seiner Arbeitsstelle. Ja. Sie haben ihn dort festgenommen? Ja, ich möchte insofern einschränken, dass bei dieser Dienstreise, bei dieser Verhaftungsreise, Angeklagt Stark, Dilewski und Broad, der heutige Herr Erste Staatsanwalt Dr. Schneider mit dabei war. Von Ludwigsburg. Von Ludwigsburg, jetzt der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der also die Haftbefehle jeweils eröffnet hat, mit Ausnahme von dem Angeklagten Dilewski, der im Voraus von der zuständigen Kriminalpolizei Krefeld, weil wir in Zeitnot waren, festgenommen worden ist und uns dann übergeben wurde. Ja. Also der Angeklagte Stark und Broad. Diesen wurde der Haftbefehl von Herrn Ersten Staatsanwalt Dr. Schneider eröffnet. Ich habe dann jeweils die Vernehmung jeweils geführt. Ja. Nun, Herr Ätner, würde uns bei Broad zunächst einmal interessieren. Sie haben ihn, wie Sie eben sagten, in seinem Betrieb festgenommen. Und war er über diese Festnahme überrascht oder rechnete er damit oder... Was macht er? Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mit dieser Festnahme rechnete. Er war aber, nachdem er ihm der Haftbefehl eröffnet war und er ihn ja selbst ausgehändigt erhalten hatte, meiner Meinung nach nicht sonderlich überrascht. Und ja. Es war ja kurz fixiert auf den Haftbefehl, um was sich dreht. Und ich kann nicht sagen, dass er, sagen wir mal, besonders überrascht gewesen wäre. Beziehungsweise, und wenn, dann hat man es ihm kaum angesehen. Er war also, hat sich dann bestimmt sehr gut gefasst und hat der Sache also... War sachlich und hat ihn sachlich... Ganz sachlich, jawohl. Ja. Nun, sagen Sie bitte, können Sie sich noch erinnern, was Ihnen Broad gesagt hat über die Zeit seiner Tätigkeit in Auschwitz?
Das wird wohl recht viel verlangt sein, wenn ich das heute noch von Ihnen wissen will. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich seit 1960 die Protokolle nicht mehr verfüge. Ich konnte mich also auch diese Protokolle nicht mehr einsehen. Ich weiß also nicht mehr im Einzelnen, von wann bis wann der Angeklagte dort in Auschwitz gewesen ist. Das bin ich überfragt. Ja. Uns interessiert insbesondere eins, worüber auch Wort mit Ihnen bei dieser Vernehmung gesprochen hat, nämlich die Tatsache, dass er während seines Aufenthalts in Auschwitz einmal beurlaubt war, um sein Maturum zu machen, um sein Abitur nachzumachen. Ganz richtig, ich erinnere mich, dass davon die Rede gewesen ist, dass er einmal studienhalber beurlaubt war. Ja, und nun hat er, steht in dem Protokoll drin, Vorhalt aus Blatt 1072, steht drin, da ich Abiturient war, kam ich im Sommer 44, und zwar in den Monaten Juni, Juli, zur SS-Führerschule Arolsen. Ja. Wenn das so drin steht, vermuten Sie, dass er das auch wohl damals bei Ihnen gesagt hat? Ganz sicher. Es wurde hier nichts hineingeschrieben, was er nicht und gesagt Sie hat. Und Sie konnten das von sich aus ja gar nicht wissen. Das, wir hatten darüber keinerlei Kenntnisse, ja. Wie überhaupt auch über seine Tätigkeit zur damaligen Zeit nur ganz keine präzisen Angaben vorhanden waren. Es waren also nur pauschal Angaben vorhanden, ohne auf genaue Einzelheiten eingegangen gewesen wären. Ja. Wir können allerdings aus diesem Protokoll nicht mit Bestimmtheit erkennen, wann er von dieser Führerschule wieder zurückgekommen ist. Denn es heißt dann weiter in diesem Protokoll, wegen meiner Kurzsichtigkeit wurde ich jedoch zurückgestellt und kam nach Auschwitz zurück, wo ich meine alte Tätigkeit in der Polizei oder in der politischen Abteilung wieder aufnahm. Uns geht es hier sehr darum, ob Broad um die Wende Juli-August, also 31. Juli, 1. August, 2. August, in Auschwitz war oder nicht. Denn damals wurde das Zigeunerlager, wie man zu sagen pflegt, liquidiert. Das heißt also, die Zigeuner wurden zum großen Teil umgebracht und zum Teil zur Arbeit weiter verschickt. Er hat damals, und das ist mir aufgefallen in dem Protokoll, gesagt, während meiner Abwesenheit war das Zigeunerlager in Birkenau, für das ich vor dem zuständig gewesen war, aufgelöst worden, wie ich es erfahren habe. Da würde es mich nun mal interessieren, hatten Sie denn eine Kenntnis davon, dass da ein Zigeunerlager war, dass er in dem Zigeunerlager tätig war und dass er die Auflösung des Zigeunerlagers miterlebt haben könnte oder nicht? Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir von der Liquidierung des Zigeunerlagers dort damals bereits Kenntnis, da waren auch bereits Aussagen vorhanden. Und ich glaube auch, dass der Angeklagte Broad beschuldigt gewesen war, daran teilgenommen zu haben. Ich kann mir auf der anderen Seite auch erinnern, dass aber er nicht lange in Arolsen gewesen ist, nur wenige Tage, man also seinen körperlichen Mangel recht bald festgestellt hat und er also nicht lange in Arolsen gewesen ist. Meiner Meinung nach war das also ein Vorhalt. Die von der Liquidierung des Zigeunerlagers hatten wir damals bereits Kenntnis. Ja, das ist mir insofern wichtig, als daraus hervorgeht, dass Broad bei dieser Vernehmung einen Grund hatte, auf diese Liquidierung des Zigeunerlagers zu sprechen zu kommen. Ja, er war dessen beschuldigt und hat deshalb zu seiner Verteidigung gesagt, wie ich zurückkam, war das Zigeunerlager bereits aufgelöst. So wird es wohl. So ist es mit einiger Sicherheit gewesen. Wenn ich die Akten hätte, könnte ich also auch sagen, ich habe deutliche Erinnerung, dass wir von diesem Lager Kenntnis hatten. Das die Liquidierung, jawohl. Ja, nun sagten Sie eben etwas, es sei Ihnen
aufgefallen oder Sie hätten sich Ihre Gedanken darüber gemacht, dass er vermutlich nicht sehr lange bei der Führerschule in Arolsen gehalten worden sei, wegen seiner Kurzsichtigkeit, dass er dann bald zurückgeschickt worden sei. Ja, ich möchte darauf hinweisen, wir haben auch damals kurz darüber gesprochen. Es ist ja auch oft so, dass die nochmal eine Untersuchung gemacht haben. Und die ist ja gleich in den ersten Tagen. Und dann hat man den Mangel festgestellt und ihn zurückgeschickt. So hat er sich auch geäußert. Ja. Wie lange dann nun, das wurde leider versäumt, dann nun festzuhalten. Ja, also er sagt, in den Monaten Juni, Juli sei er zur Führerschule nach Arolsen geschickt worden. Und dann im nächsten Satz betont er aber, dass in dieser Abwesenheit das Zigeunerlager aufgelöst worden sei. Nun haben wir Zeugen hier gehabt, die sich darauf entsinnen konnten, dass er zu der Zeit der Auflösung des Zigeunerlagers in Auschwitz gewesen sein soll. Das heißt, er bestreitet das ganz entschieden und sagt, er sei nicht da gewesen, wie es auch Ihnen in dem Protokoll gesagt hat. Aber diese Monate Juni, Juli, die in dem Protokoll aufgeführt sind, die sind damals auch von ihm so gesagt worden. Sind so genannt worden. Er wusste nicht mehr genau, war es im Juni oder im Juli, als er hinkam. Ja. Mhm. Ja. Was er Ihnen dann hat er Ihnen weiterhin erzählt von den Erschießungen in dem Bunker, Block 11. Ja. Hat er damals gesagt, dass er persönlich sich beteiligt hätte an diesen Erschießungen? Oder hat er die Tatsache, dass er selbst geschossen hat, strikter abgestritten? Nein, er äußerte sich etwa so. Es kann sein, er glaube, er habe auch einmal geschossen, wisse das aber nicht mehr genau. Er war mit einer Waffe dort mit am Block 11 und möglicherweise hat er aber sich nicht festgelegt. Also ich bewundere Ihr Gedächtnis, es ist tatsächlich so auch festgehalten in dem Protokoll. Da steht geschrieben, vorhalt auf Blatt 1076, wenn ich gefragt werde, ob ich selbst einmal mitgeschossen habe, so kann ich das nicht mit Sicherheit abstreiten. Es kann möglich sein, ohne dass ich einen präzisen Vorgang schildern könnte. Das entspricht vollkommen dem, was Sie aus Ihrer Erinnerung uns eben gesagt haben. Ich erinnere mich an eine Zeugin, die ihn gesehen haben wollte, glaube ich, als er an dem Bunkerfenster vorbeiging und als geschossen wurde, als also dieser Jakob Gortzelelschik jeweils die Häftlinge an die schwarze Wand geführt hat und dass er gesehen wurde. Deshalb erinnere ich mich auch so genau an die Äußerung des Angeklagten. An seine Stellungnahme dazu. An seine Stellungnahme dazu, ja. Nun wäre es ja denkbar gewesen, dass man ihn damals gefragt hätte, na hören Sie, Herr Poat, wenn man einen Menschen im Leben erschossen hat, in dieser Situation, ist das ja schließlich ein Vorfall, der so gravierend ist, dass er eigentlich im Gedächtnis bleiben müsste. Die Tatsache, dass Sie sagen, ich kann nicht sagen, ob ich geschossen habe, es ist möglich, aber ich weiß nicht, das ist doch sehr unglaubhaft. Der Angeklagte war damals also sehr sichtlich erschüttert über diese Vorgänge noch. Es kam ihm schließlich auch in Erinnerung und er sagte, er sei auch damals, als er vor diesen Opfern stand oder vor diesen Delinquenten stand, so durcheinander gewesen und so beeindruckt, dass er nicht sagen könne, also habe ich nun geschossen, habe ich nicht geschossen. Es habe ihn so beeindruckt, sodass er es auch heute nicht sagen kann. Er wusste es einfach nicht mehr. Nun hat er Ihnen auch etwas darüber gesagt, ob er diese Erschießungen für rechtmäßig oder für unrechtmäßig gehalten hätte? Ich weiß nicht, Herr Vorsitzender, ob diese Frage damals von mir gestellt worden ist. Als wir auf diese Reise gingen und dieses Geschehen da hörten, auch von dem Angeklagten mehr die Verhältnisse, war die Frage zunächst einmal, ob diese Erschießung an der schwarzen Wand, die ja offensichtlich keine rechtmäßigen Erschießungen waren, denn es war ja nie davon gesprochen worden, dass es, sagen wir mal, irgendwelche todeswürdige Taten begangen hatten oder sonst irgendwie. Das ganze Geschehen stand unter einem Unrechtsstern, möchte ich sagen, sodass diese Frage im Einzelnen gar nicht jeweils gefragt worden, wurde dieser zu Recht oder zu Unrecht erschossen.
Ja, und trotzdem haben Sie darüber gesprochen. Und zwar steht auf Blatt 1077, gefühlsmäßig merkte ich bald, dass diese Erschießungen ein Unrecht und ein Verbrechen sind. Ich habe von jenem Zeitpunkt an, etwa ab 1943, bewusst alle Vernehmungen, die ich durchzuführen hatte, nach Möglichkeit so abgefasst, dass den Betreffenden keine Schuld traf. Können Sie sich da noch an erinnern? Im Einzelnen nicht. Daran können Sie sich nicht mehr erinnern. Im Einzelnen nicht, nein. Aber da es nun da drin steht und diese Vernehmung Ihre Unterschrift trägt und auch die von Broa trägt, ist diese Frage ganz sicher erörtert worden. Erörtert worden, ja. Denn sie wurde praktisch in jedem Fall miterörtert, nur ins Einzelne gehend, meinte ich, diese Einzelerschießung, die jetzt erfolgt ist und die nachher, das ist eine Frage, die diese Erschießung allgemein betraf. Ich meine jetzt diese Erschießung, die er mitgemacht hat, ob diese nur rechtmäßig war, sei ich, auf diese ist nicht insbesondere eingegangen nein, worden. Das hatte ich Sie auch nicht gefragt, nee. Sondern ich wollte wissen, ob er damals etwas gesagt hätte über seine allgemeine Einstellung. Also Sie wissen ja, dass für uns die Frage des Unrechtsbewusstseins eine große Rolle spielt. Nicht? Wenn er also damals gesagt hat, ich hielt es für Unrecht und habe es trotzdem getan, dann wäre das zweifellos von einer gewissen Bedeutung, nach der einen oder nach der anderen Seite hin. Und deshalb möchte ich wissen, ob er das damals so gesagt hat, wie das da drin steht. So hat der Angeklagte es gesagt und auch noch dabei erwähnt, dass er an und für sich gegen seine Überzeugung ja dahin gekommen ist. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Angeklagte Brasilianer, sein Vater ist Brasilianer, und ja. Und hatte dadurch irgendwelche Schwierigkeiten. Er fühlte sich im Druck, sagte, er musste das mehr oder weniger tun. Er musste sich willig zeigen oder in Bewährung zeigen, sonst hätte er irgendwelche Schwierigkeiten getroffen. Hat, glaube ich, nur noch eine Mutter gehabt. Ja. Der Vater war, glaube ich, in Brasilien geblieben. Und sowas Ähnliches. Und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, dass er mehr oder weniger das tun musste und gegen seine Überzeugung dahin gekommen ist. Er glaubte, sich da irgendwie forsch zeigen zu müssen oder sonst irgendwie sich bewähren zu müssen. Ja. Hat er dann Ihnen auch etwas erzählt von sogenannten Standgerichten? Können Sie sich da noch darauf erinnern? Jawohl, es wurde gesprochen, dass Standgerichte getagt haben, beziehungsweise dass auch auswärtige Stabodienstellen zum standrechtlichen Tode Verurteilte in das Lager gebracht haben, zur Erschießung, zur Urteilsvollstreckung. Ja. Hat er Ihnen auch etwas gesagt über die Begründetheit derartiger Standgerichte und über die Begründetheit der Urteile, die da gefällt worden sind, und ob diese Urteile der Tat in irgendwelcher Weise adäquat gewesen sein könnten? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Nun ja, aus 1077 möchte ich Ihnen vorhalten, da sagte er, sei nur ganz kurz in den Verhandlungsraum gewesen, vielleicht etwa nur 4 Minuten, und hätte in dieser Zeit 2 Verhandlungen erlebt. Wie ich mich erinnern kann, handelt es sich um Lappalien. An einen Fall kann ich mich erinnern, dass ein Pole während eines Fliegeralarms in einem Geschäft Margarine gestohlen hatte. Alle beide wurden zum Tode verurteilt. Können Sie sich da vielleicht noch dran erinnern, wenn ich Ihnen das vorhalte? Doch, ich erinnere mich, es handelt sich hier um Fälle, die also außerhalb des Lagers geschehen waren, ja. Wie ich erwähnte, die dann von der zuständigen Stabodienststelle nach Auschwitz verbracht worden sind. Ich verwag aber nicht mehr zu sagen über den Hergang des Standgerichts, wieso dies in Auschwitz gewesen sein soll, nachdem doch bereits nach Bekanntwerden des Vorfalls bei der zuständigen Stabodienststelle irgendwas erfolgt sein müsste. Ich weiß darüber nichts mehr zu sagen. Hat er Ihnen da auch den Namen Dr. Mildner genannt? Er nannte ihn, wenn ich mich dunkel erinnere, an, das war ein Vorsitzender von einem Standgericht. Ja. Und nun, Herr Zeuge, können Sie sich entsinnen, dass er Ihnen auch gesprochen hat
von Erschießungen im Leichenkeller des kleinen Krematoriums. Ich erinnere mich an Erschießungen in diesem Leichenkeller, aber nicht mehr an Einzelheiten, um was es sich dabei ging. Ja, aber dass er selbst sich daran beteiligt hat, hat er damals auch nicht zugegeben und hat davon nicht gesprochen. Er hat behauptet, das sei alles der Palitsch gewesen. Ja, Herr Zeuge, es wäre dann noch zu fragen, ob Broad einmal in den Vergasungsräumen gewesen ist oder bei einer Vergasung zugegen gewesen ist. Können Sie sich entsinnen, ob er darüber gesprochen hat? Nein, da kann ich mich nicht entsinnen. Können Sie sich nicht mehr erinnern? Nein. Zeuge, auf Blatt 1079 steht geschrieben, mit Lastwagen bin ich jedoch nie zu den Krematorien gefahren. Einmal bin ich mit Boger mit einem Sanker zu einem Vergasungsraum in Birkenau gefahren, um eine Vergasung einmal zu sehen. Ich erinnere mich, es handelt sich hier ebenfalls um einen Vorhalt, den ich ihm gemacht hatte, und zwar aufgrund einer Zeugenaussage, einer Zeugin, die den Angeklagten Broad gesehen haben will, wie er auf dem Trittbrett eines Lastwagens gestanden habe, richtig, der nach Birkenau fuhr. Und daraufhin hat er das gesagt, das stimme nicht, er sei nur einmal mit dem Angeklagten Boger hingefahren, nicht auf dem Trittbrett. Auf dem Trittbrett? Eben nicht. Sondern und die Zeugin hatte gesagt, also sie habe, erinnere sie sich an Broad, der also wie andere auch auf dem Trittbrett des Lastwagens stand, der nach Birkenau in die Vergasungsräume fuhr. Ja. Wissen Sie, ob er auch davon berichtet hat, dass Boger auch auf Block 11 bei den Erschießungen zugegen gewesen sei? Ich glaube, davon war die Sprache, jawohl, ja. Dass auch Boger bei den Aber ob Boger dort selbst geschossen hat, das wissen Sie nicht mehr. Nein, das, nach weiß nicht. Aussage. Das weiß ich nicht. Ja. Wenn ich mich erinnere, sagte er, er habe bloß Boger mehrmals hingehen sehen. Nun hat er auch einmal gesprochen über seinen Wunsch, dort wegzukommen von dem Lager. Wenn ich mich recht erinnere, hat er das einmal geäußert, dass er, ich glaube, dem Leiter der politischen Abteilung irgendwann beantragt hatte, wegzukommen, und das sei ihm irgendwie übel genommen worden. Das sei ihm übel genommen worden. Ja, Herr Zeuge, Sie hatten dann auf Blatt 1082 ihn gehört zu den Angaben eines Zeugen Olsowska. Und da befindet sich ein Satz drin, oder zwei Sätze drin, die mir von Bedeutung erscheinen. Es muss auch berücksichtigt werden, oder ich will den Satz vorher noch mal lesen. Ich möchte hier nochmals anführen, dass ich wohl noch nicht im Jahr 1942, aber bestimmt ab 1943 erkannte, dass unsere Tätigkeit in Auschwitz und insbesondere die Tätigkeit der politischen Abteilung ein Verbrechen darstellen. Es muss auch berücksichtigt werden, dass ich damals noch sehr jung gewesen bin und einen derartigen Überblick gar nicht bekommen konnte. Soweit mir ein Vorwurf gemacht werden kann, dass ich als nicht freiwilliger Angehöriger der politischen Abteilung an Maßnahmen mitgewirkt habe, die nach dem Strafrecht Verbrechen darstellen, fühle ich mich schuldig. Und zwar schon deshalb, weil ich zumindest ab Jahr 1943 die Maßnahmen gefühlsmäßig als verbrecherisch erkannte. Ich hatte jedoch keine Möglichkeit, von Auschwitz wegzukommen, denn ich hatte es ja versucht. Können Sie sich, also das ist dasselbe, was ich Sie vorhin schon einmal gefragt habe, seine innere Einstellung zu diesen Dingen? Das war die Antwort des Angeklagten Broad auf eine längere
Unterhaltung, die mache ich, wo ich ihm Vorhalte gemacht hatte, über die auch allgemeinen Zustände und so weiter. Und das war die Antwort darauf. Dass er also, nachdem er ja vorher bereits erklärt hatte und auch sehr einsichtig war bei der Vernehmung und auch sagte, na Gott, das war ja bald offensichtlich, wollen wir sagen, dass da nicht alles rechtmäßig war. Vielleicht die eine oder andere Einlieferung und so wurde also allgemein gesprochen, aber doch nicht im großen Ganzen. Und dass auch sehr großes Unrecht geschah, das war dann die Antwort darauf. Das war eine längere Unterhaltung zwischen ihm, an die ich mich erinnere. Ja. Nun, Herr Zeuge, komme ich noch mal auf Boger zurück. Sie hatten ihn damals offensichtlich gefragt, ob er sich mit Boger auch privat unterhalten habe. Jedenfalls steht das so hier drin. Ja. Und können Sie sich darauf entsinnen, was ihm dann Boger gesagt haben soll über seinen militärischen Dienstgrad, über seine Vergangenheit, über seine Tätigkeiten Ostrolenka und so weiter? Ich weiß, es handelt sich hier um die Tatsache, dass der Angeklagte Boger damals Hauptsturmführer war und in Ostrolenka irgendwie einen Jagdunfall zu inszenieren hatte oder sowas Ähnliches. Sowas habe ich in Erinnerung. Und ob und was aber der Angeklagte Boger zu Broad gesagt hat, als er mit ihm sprach, das weiß ich nicht. Aber interessant war mir es trotzdem, dass Sie eben gesagt haben, es handele sich darum, dass Boger Hauptsturmführer war. Das ist damals gefallen. Ganz richtig. Und so habe ich es in Erinnerung. Ja, und es ist auch richtig, es entspricht der Aussage, Blatt 1083. So sagte mir zum Beispiel, er sei bereits einmal Hauptsturmführer und bei einer Dienststelle in Ostrolenka in Polen gewesen. Hat er, wissen Sie auch, was der Boger ihm damals gesagt haben soll, wie man ihn genannt hat in Ostrolenka? Ich weiß, wie man ihn dort genannt hat, aber aus den Akten. Ich weiß aber nicht, ob Boger zu Broad dieses gesagt hat. Ich möchte das dann nicht... nicht in Bestimmtheit sagen. Nein, es ist möglich, aber... er sagte noch, dass Boger mehr stolz war, dass man ihn so genannt hat. Das sagt er Ihnen. Ja, aber nicht, dass er so genannt worden ist. Nein, aber Boger... Ich weiß nämlich nicht, ob Broad bereits vor dem Gespräch mit Boger wusste, dass er so genannt den wurde. Den Henker von Ostrolenka. Ganz richtig, dass er so genannt worden ist. Ich habe irgendwie in Erinnerung, als sei das dem Broad mal gesagt worden von einem anderen. Ich weiß noch nicht mehr genau. Darum möchte ich nicht sagen, dass jetzt Boger von sich aus diesen speziellen... Aber dass er stolz war darauf. Das erinnere ich mich, dass Broad sagte, aber er war noch stolz darauf, dass man ihn so nannte. Ihr Gedächtnis hat Sie durchaus nicht verlassen. Es steht hier wörtlich geschrieben, er sagte mir selbst, nämlich Boger zu Broad, dass er der Henker von Ostrolenka genannt würde. Er prahlte offensichtlich mit dem Dienstgrad und dieser Bezeichnung. Er hat mir über die Vorgänge in Ostrolenka auch keine Einzelfälle erzählt und so weiter und so weiter. Jedenfalls also, dass Boger damit geprahlt haben soll, dass er der Henker von Ostrolenka war, das haben Sie auch heute noch in Erinnerung gehabt, dass Broad Ihnen das damals erzählt hat. Habe ich deutlich in Erinnerung. Ja. Ob Boger, das hatte ich Sie vorhin schon mal gefragt, mit im Block 11 war bei Erschießung, ob das Broad ausgesagt hat, das wissen Sie heute nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass er sagte, er habe Boger zum Block 11 gehen sehen. Mhm. Mehrmals. Ja. Nun, sagen Sie mal bitte, nachdem nun diese Vernehmung durchgeführt war, hat Broad da irgendeine Äußerung getan, er sei eigentlich recht froh, dass diese Last nun von ihm genommen sei oder dass wenigstens sie jetzt mal ausgesprochen sei? Ich arbeite es so in Erinnerung und auch daran vor allen Dingen, dass Broad sehr aufgeschlossen und sehr gelöst nach der Vernehmung war. Ich erinnere mich sogar, dass nach Abschluss der Vernehmung er mit seinem Anwalt zusammentraf und er mehr oder weniger, also ich wollte sagen, wie befreit erschien und
Also Sie haben damals aufgenommen, Blatt 1086. Ich habe diese schrecklichen Dinge nun jahrelang mit mir herumgetragen und ich kann sagen, dass sie mein Gewissen schwer belastet haben. Ich bin eigentlich froh, dass mir nun das alles in etwa abgenommen wird und ich alles loswerden kann. Ganz richtig, so habe ich es auch in Erinnerung. So haben Sie es in Erinnerung. Ja, das wäre die Aussage Broad. Bevor wir zu Dilewski gehen, möchte ich wissen, ob noch Fragen zu stellen sind von Seiten des Gerichts. Bitte schön. Herr Edner, hat Broad bei dieser Vernehmung irgendwelche Ermüdungserscheinungen oder irgendwelche Krankheitsanzeichen gezeigt? Nein. Er hat auch nie erwähnt, dass er irgendeine Krankheit hätte, die Einfluss auf die Vernehmung hätte und auch keine Ermüdungserscheinungen. Haben Sie die Vernehmung mal irgendwie unterbrechen müssen, weil er etwa Kreislaufstörungen gehabt hat? Das weiß ich nicht mehr. Er hat nämlich behauptet, er hätte an Kreislaufstörungen gelitten bei dieser Vernehmung und Sie hätten die Vernehmung unterbrechen müssen. Ja. Der müsste die Unterbrechung ganz bestimmt im Protokoll vermerkt sein. Ja. Ich kann mich auch entsinnen. Auf Blatt 1074 im letzten Absatz steht, ich bitte nun, dass die Vernehmung unterbrochen wird. Ich leide an Kreislaufstörungen und bin nicht in der Lage, mich auf den Sachverhalt eingehend zu konzentrieren und könnte der Vernehmung demnach auch nicht folgen. Daraufhin die Vernehmung am 30.04. in der Zeit von 13.45 Uhr bis 19.30 Uhr durchgeführt. Sie wird am 1. Mai 59 um 8 Uhr fortgesetzt. Herr Zörner, ich bin da ganz richtig. Die Vernehmung wurde am Tag vorher unterbrochen. Ja. Auf seinen Wunsch hin. Und am 1. Mai fortgesetzt. Ja. Ist die Frage damit beantwortet? Ist Broad das Protokoll dann vorgelesen worden, nachdem es aufgesetzt war? Er hat es selbst durchgelesen. Er hat es selbst durchgelesen. Dankeschön. Ja, es steht allerdings im Protokoll nur drin, genehmigt und unterschrieben. Aber dass er es selbst durchgelesen haben soll, das steht nicht drin. Ja, auch bei dem Schluss am 1. Mai steht drin, genehmigt und unterschrieben. Das Protokoll wurde in meiner Gegenwart laut in die Maschinen diktiert. Ein nochmaliges Durchlesen erübrigt sich meiner Meinung und ich bestätige die Niederschrift des Protokolls durch meine Unterschrift. So steht geschrieben am Schluss des Protokolls. Herr Staatsanwalt. Herr Edner, ich möchte Ihnen nur noch zwei Einzelheiten aus dieser Vernehmungsniederschrift vorhalten. Auf Blatt 1076 heißt es hier, ich kann mich erinnern, dass mir der Bunkerkalfaktor Jakob einmal sagte, ich hätte ihm beinahe einmal in die Hand geschossen. Es war so, dass dieser Jakob die Häftlinge bei der Erschießung zum Teil halten musste. Ich kann nicht sagen, ob das mit Sicherheit so gewesen ist, also offenbar, dass er ihm beinahe in die Hand geschossen habe, aber er habe das zu ihm gesagt. Können Sie sich daran noch erinnern, kam das von Broad selbst, diese Angabe, oder haben Sie ihm insoweit einen Vorhalt machen können? Diese Angabe kann nur von Broad gekommen sein. Ja. In einen Vorhalt konnte ich ihm diese Form nicht machen. Und dann auf Blatt 1079 nochmal, da heißt es hier, da wurde ihm die Sache mit der Erschießung der Frau Strowak vorgehalten und hat dazu Stellung genommen. Und dann heißt es im letzten Satz dieses Absatzes, mit Sicherheit, also er sagt, er habe die Frau nicht erschossen, mit Sicherheit weiß ich, dass es sich bei der Person, die ich möglicherweise erschossen habe, nicht um eine Frau gehandelt hat. War das auch von ihm so formuliert oder ist das... Das war nur von ihm formuliert, denn der Vorhalt ging ja auf diese Frau hin. Jawohl. Und hat nur der Ordnung halber noch, hat er irgendwie zu Ihnen sich mal dahingehend geäußert, dass er nicht mehr weitermachen, dass er nicht mehr folgen könne, ohne dass Sie eine Pause eingelegt haben? Oder haben Sie seinen Wünschen dann immer entsprochen, wenn er sich dahingehend geäußert hat?
Wenn er sich geäußert hat, wurde dem entsprochen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er da außerhalb nach dem 30. Noch mal gesagt hätte, er könne nicht mehr folgen. Die Vernehmung ist dann noch nicht mehr so lange gegangen. Ich glaube, nur noch am Vormittag des 1. Mai. Ja, das entspricht auch der Formulierung am Ende des Protokolls. Dankeschön. Herr Ismail-Ormond. Herr Zeuge, ich hätte gern von Ihnen gewusst, welche Vernehmungsmethode Sie anwandten. Lassen Sie ihn selbst zeitweise diktieren oder machen Sie längere Pausen, fassen dann das zusammen oder diktieren Sie selbst Satz für Satz? Wie ist das wohl vor sich gegangen im Fall Boat? Ich überlasse im Normalfall den Zeugen selbst zu formulieren. Nur dann, wenn er zu ungeschickt oder das nicht in dieser Form kann, dann wird von mir formuliert und er gebeten, sofort zu unterbrechen, wenn die Formulierung nicht richtig sei. Und pflegen Sie möglichst den Ausdruck von ihm so wiederzugeben, wie er ihn gebraucht hat? Machen Sie sich, während er spricht, Notizen? Oder wie geht das vor sich bei Ihnen? Ganz richtig, ich mache mir Notizen und bemühe mich, so weit wie möglich, seine eigenen Worte zu benutzen. Welchen Eindruck hatten Sie von ihm bezüglich Intelligenz? Ich halte und hielt auch den Anklagten Boat für intelligent. Ja. Für intelligenter als manchen anderen, den ich vorher vernommen hatte. Ja. Er war auch sehr gewandt im Ausdruck und hatte nicht den Eindruck, als wenn er irgendwie behindert sei. Ja. Jetzt, Herr Zeuge, wussten Sie etwas oder hat Ihnen Boat irgendetwas davon erzählt, dass er schon einmal einen eingehenden Bericht über seine Erlebnisse in Auschwitz einer englischen oder einer sonstigen Dienststelle erstattet habe? Nachdem Sie es jetzt erwähnen, glaube ich, davon war mal die Rede. Ja, weiß aber nicht mehr ist genau. Davon? Ja, es das ist würde im mich Protokoll. Jawohl, Herr Ristwald, ich habe es gelesen. Einen kleinen Moment. Hier, es heißt, bei Ravensbrück wurde ich mit der kämpfenden Truppe zugeteilt und machte den Rückzug mit. Am 6.5. geriet ich in englische, amerikanische Gefangenschaft. Boger war ebenfalls in diesem Lager, kam jedoch als höherer Dienstgrad weg und ich habe nicht mehr gesehen. Ich selbst stellte mich einer englischen Untersuchungskommission, 1074, und gab einen Bericht über meine Tätigkeit im KZ Auschwitz ab. Aha, danke schön. Ja. Herr Vorsitzender, dürfte ich vorschlagen, dass Sie oder andernfalls ich ihm einmal über diese Erschießungsszenen, das, was Boat ja sehr anschaulich in seinem Bericht geschildert hat, vorlesen und dann den Zeugen fragen, ob das etwa mit seiner damaligen Einlassung übereinstimmt. Denn aus diesem Bericht ergibt sich ja sehr eindringlich, wie die Einstellung der SS-Leute, also auch Boat, bei diesen Erschießungen gewesen ist. Ich hätte etwa gedacht, von Seite 8 unten ab, wo er zunächst über die Haltung der Erschossenen berichtet und wie er dann nun erzählt, wie das vor sich geht, und welche Reaktion die SS-Leute dazu zahlen. Ja, nun, Herr Ismail-Ormond, also da hätte ich Bedenken, und zwar aus vollem Grunde. Diesen Zeugen Edna hat ja der Boat diesen Bericht vor der englischen Kommission nur erwähnt, und zwar gesagt, dass er ihn abgegeben hätte. Er hat ihn aber nicht im Inhalt geschildert. Und deshalb kann der Zeuge ja nur das sagen, was er uns jetzt gesagt hat. Boat hat gesagt, er hätte das als Unrecht erkannt und gefühlsmäßig gemerkt, sehr bald gemerkt, dass das Unrecht gewesen sei. Aus diesem Grund habe er auch seine Vernehmung entsprechend eingerichtet. Aber was soll er sonst noch dem Zeugen gesagt haben? Wenn er mehr gesagt hätte, bin ich überzeugt, dass der Zeuge Edner das auch aufgenommen hätte. Ja, ich halte es also nicht. Wir haben den Bericht ja verlesen und müssen unsere Schlüsse ziehen. Bitte? Ich sage, wir haben ja den Bericht verlesen und müssen unsere Schlüsse ziehen. Ja, wir haben den Bericht ja hier verlesen. Ja. Er steht ja zur Debatte bei der Urteilsberatung. Ja, gewiss. Aber nur hätte es mich interessiert,
hier bei dieser Vernehmung nun zu hören, ob etwa der Wort, der ja sehr gut schildern kann, Ähnliches doch ihm gesagt hat, dass da nur nicht in dieser Ausführlichkeit in das Protokoll aufgenommen wurde. Denn das ist ja eine sehr eingehende, sehr gründliche, auch psychologisch sehr interessante Schilderung, die hier gegeben worden ist, die von großem Erkenntniswert ist, ja, für meinen. Herr Rechtsanwalt Ormond, ich bin der Überzeugung, dass der Zeuge Ettner intelligent genug ist, um die Dinge, die er für wichtig gehalten hat, in dem Protokoll festzuhalten. Wenn da etwas Besonderes ihm noch gesagt worden wäre, dann wäre das bestimmt im Protokoll vermerkt. Also ich halte es nicht für zweckmäßig. Danke ja, sehr. Bitte schön. Sind von Seiten der Verteidigung noch Fragen zu stellen? Keine Fragen mehr. Von Seiten der Angeklagten im Namen Tisch Broad, wollen Sie noch eine Stellungnahme? Nein. Dann wollen wir mal übergehen zu der Vernehmung Dilewski. Sie sagten also, Dilewski hätten Sie in Krefeld vernommen. Und zwar wurde Dilewski wo? Der war bereits festgenommen, sagten Sie? Ganz richtig, Dilewski war durch die zuständige Kripo bereits festgenommen worden. Als wir hinkamen, befand er sich bei der Dienststelle der Kripo in Krefeld. Ja. Nun, was machte nun Dilewski bei der Vernehmung für einen Eindruck? Zeigte er sich ziemlich überrascht darüber, dass man auf ihn zukam, oder war er nervös, oder war er sehr gefasst, oder wie schilderte er das? Wie wirkte das auf ihn? Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich zunächst einmal sagen, dass ich an Dilewski nicht diese konkrete Erinnerung habe, wie zum Beispiel an Stark und Broad. Ich bin deshalb fast der Meinung, dass der Angeklagte Dilewski in erster Linie von meinem ersten Staatsanwalt Dr. Schneider vernommen worden ist und ich nicht der Vernehmungsführende gewesen bin. Ich bin wohl dabei gewesen, habe aber nicht mehr diese konkrete Vorstellung mehr. Ja, also Schneider hat das Protokoll nicht mit unterschrieben, sondern unterschrieben hat es Ettner, Mikutait und Wisslinger. Ja, ja. Von Schneider ist dabei nicht die Rede. Nun, Sie scheinen also nicht mehr so genau sich da zu erinnern, wie an den Fall Broad. Nein. Nun aber wollen wir trotzdem mal Verschiedenes doch noch zusammen besprechen. Wissen Sie noch, ob Dilewski sich noch an seine Mitarbeiter da in der politischen Abteilung erinnert hat, zum Beispiel an Quakernack und an Broad und an Stark und Boger? Ich glaube, ja. Daran erinnerte er sich. Ja. Nun, es ist mir aufgefallen, dass er sich zwar an Sie erinnert hat, an diese Genannten, dass er aber eigentlich so gar nichts wusste von Ihrer Tat. Ist Ihnen das damals auch aufgefallen, dass er eigentlich sehr wenig wusste? Er hat an und für sich von allen Angeklagten am wenigsten ausgesagt. Am wenigsten ausgesagt, und, ja. Und präzise Angaben, gar keine. Ja, den Eindruck hatte ich auch, wie ich das Protokoll durchgelesen habe. Ja. Nun, sagen Sie einmal, hat er denn etwas ausgesagt über seine Beteiligung bei den Erschießungen in Block 11? Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Ja, Herr Zeuge, ich will Ihnen dann einmal eine Gedächtnisstütze geben, und zwar auf Blatt 982. Da hat er einmal behauptet, er hätte zwar mit dem Aumeier und dem Grabner in den Keller gehen müssen, um dort zu berichten, den Stand der von ihm getätigten Vernehmungen. Pierre nämlich, ja. Ja. Aumeier war Schutzlagerführer, ja. Und der Grabner war Leiter der politischen Abteilung. Ja. Und
nun sagt er in dieser Vernehmung, dass diese Leute in dem Keller da herausgerufen wurden, dass der betreffende Sachbearbeiter seinen Bericht hätte abgeben müssen und dann sei entschieden worden über Tod oder Leben. Es handelt sich hier um die Häftlinge, die im Block 11 unten untergebracht waren, genau. in den Zellen unten im Block 11. Ganz richtig, ja, ich erinnere mich jetzt. Erinnern Sie sich dran, ja? Jawohl. Hat er Ihnen auch gesagt, ob er selbst einmal bei den Erschießungen zugegen gewesen ist oder gar teilgenommen hat? Wenn ich mich recht erinnere, hat er das bestritten, jemals dabei gewesen zu sein. Ja. Hat er Ihnen etwas gesagt darüber, ob diese Erschießungen rechtmäßig oder unrechtmäßig gewesen sind? Daran kann ich mich nicht erinnern. Können Sie sich nicht mehr erinnern. Er hat vorhalt von Blatt 982 und 983, hat er ihm gesagt, war zum Beispiel in meinem Fall bei einem wiederergriffenen Flüchtling die Vernehmung über den Fluchtweg und die Beihilfe zur Flucht abgeschlossen. Dann wurde der Betreffende zum Erschießen bestimmt, aufgrund der von Grabner angeführten Sondergenehmigung, ohne dass der einzelne Exekutionsbefehl schon vorlag. Dies ist mehrmals vorgekommen, ohne dass ich Einzelheiten oder Genehmigung und Zeitpunkt angeben kann. Ich möchte noch erwähnen, dass der Sonderbefehl des Reichssicherheitshauptamts, das auf Flucht der Tod stand und auch bereits der Fluchtversuch den Häftlingen allgemein bekannt gegeben war. Das heißt also, er sagt, es ist dann von Grabner oder Aumeier bestimmt worden über Leben und Tod, ohne dass ein Exekutionsbefehl schon vorlag. An diesen Teil der Vernehmung erinnere ich mich deshalb so genau, weil von einem der vorangegangenen Beschuldigten oder Zeugen gesagt worden wäre, es sei jeweils in jedem Falle ein Erschießungsbefehl vom RSA erforderlich gewesen. Und bei dieser Erörterung sagte der Angeklagte Dilewski, er sagte, in Fällen der Flucht oder Beihilfe zur Flucht nicht, denn das ist ja jedem Häftling sofort bekannt gegeben worden. Es wusste also jeder Häftling, wenn ich fliehe oder zu fliehen versuche, dann bin ich des Todes. Und das konnte dann bereits der Leiter der politischen Abteilung, was heißt entscheiden, er konnte gar nicht anders entscheiden, so sagte er, wenn feststand, dass er geflohen war, das war ja logisch, oder aber zu fliegen versucht hat, dann konnte Grabner die Erschießung anordnen. Ja, er konnte es, durfte er es? Er durfte es, wenn es stimmt, dass der Beauftragte damit war, in diesen Fällen die Erschießung anzuordnen. Ja, so viel ich hier aus der Aussage des Angeklagten Dilewski entnommen habe, war es doch so, es bestand die Warnung, dass auf Fluchtversuch der Tod stand. Das bestand. Jawohl. Und vielleicht hat der Grabner auch damit gerechnet, dass in all diesen Fällen der Flucht eine Todesstrafe bzw. ein Exekutionsbefehl ausgesprochen wird. Würde. Aber ich hatte doch den Eindruck, dass der Angeklagte Dilewski sich sehr wohl darüber klar war, dass an sich der einzelne Exekutionsbefehl auch hätte vorliegen müssen und dass Grabner angeblich eine Sondergenehmigung gehabt haben soll, Erschießungen vorzunehmen, gewissermaßen im Vorgriff auf den dann später noch ergehenden Exekutionsbefehl. Da bin ich vielleicht nicht richtig verstanden worden. Ja. Ich meinte damit, dass ein Angeklagter vorher bereits gesagt hatte, es musste in solchen Fällen jeweils eine Liste an das RSAA geschickt werden. Ja. Und auf dem Vorhalt erklärte Dilewski, dass Grabner das nicht zu machen brauchte, der konnte von sich aus erschießen. Das war für mich neu. Und deshalb habe ich es auch im Protokoll so aufgenommen, weil Aha. Er sagte, Grabner brauchte nicht die Liste an der RSA geben, wo dann der Erschießungsbefehl zurückgekommen wäre, sondern er konnte nach Vorliegen, nachdem bewiesen war, Fluchtverdacht oder Flucht, konnte Grabner von sich aus anordnen. Ja. Nun, können Sie sich erinnern, ob Dilewski damals
etwas gesagt hat darüber, ob er selbst bei den Erschießungen zugegen war. Wenn ich mich recht erinnere, hat er das bestritten, jemals selbst teilgenommen zu haben. Er hat zunächst bestritten, dass er selbst teilgenommen hat. Und ob er überhaupt zugegen war, wissen Sie das? Ich glaube auch, er will auch gar nicht dabei gewesen sein. Er will auch gar nicht dabei gewesen sein. Genauso hat er es im Protokoll gesagt. Ich selbst war bei Erschießung nie direkt zugegen. Es kann aber sein, dass ich mich noch innerhalb des Blockes befand, als die Erschießung bereits begann und somit die Erschießung miterlebte. Im Hof bin ich jedoch selbst nie gewesen. Sie haben damals nicht etwa an ihn die Frage gestellt, das sei doch sehr merkwürdig, dass er ausgerechnet da nicht mit hätte teilnehmen müssen. Wenn ich mich erinnere, drehte es sich ja, wie gesagt, um diese Erschießung, wo er dabei war, als Kramer und Aumeier bestimmten, der und der wird erschossen. Ja. Und dass die Erschießung ja da unmittelbar darauf begannen und dass er ja keinen Grund hatte, jetzt unmittelbar wegzulaufen. Warum denn? Warum sollte er weglaufen, nachdem er ja zunächst mal dabei war und aus welchem Grund war er dabei? Hm. Diese Frage hat er mit ihm erörtert und sagte ihm ja auch, das ist doch fast nicht zu glauben. Ja. Wenn jetzt Sie mit Grabner hingehen, auch mal ja dabei ist, ihr wählt die Gefangenen aus oder Sie sind mit dabei und laufen dann weg. Weshalb sind Sie dann erst dabei, wenn er dann wegläuft? Eben. Und deshalb hat er dann eingeschränkt gesagt, ja, es kann möglich sein, dass ich doch dabei war, oder, aber ich weiß es nicht mehr so. Also ich hatte den Eindruck, dass er doch dabei gewesen war. Hier hat er gesagt, ich war nie direkt zugegen. Es kann sein, dass ich noch innerhalb des Blocks mich befand und somit die Erschießungen miterlebte. Im Hof bin ich jedoch selbst nie gewesen. Ganz richtig, das war mir auch so unwahrscheinlich, deshalb habe ich so gefragt. Ja. Nun, noch zu den ankommenden Transporten auf der Rampe in Birkenau. Wissen Sie, ob er da zugegeben hat, dass er mal zugegen gewesen ist? Das weiß ich nicht mehr, ob er an der Rampe war. Das wissen Sie nicht mehr. Auf Blatt 983 steht geschrieben, bei ankommenden Transporten an der Ausladestelle in Birkenau war ich anfangs 3 oder 4 Mal dabei. Wer von anderen Angehörigen der politischen Abteilung noch dabei war, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an Graben erinnern. Ich hatte mit anderen, ob diese alle von der politischen Abteilung gewesen sind, weiß ich nicht, die Aufgabe, den Zug nach Ausladung zu durchsuchen, ob sich jemand drin versteckt hätte und so weiter. Also da können Sie sich nicht mehr drauf entziehen. Nein. Mhm. Ja, also die Vernehmung von Dulewski war, wie Sie ja auch schon gesagt haben, nicht sehr ergiebig, da steckt also wenig drin. Er hat kurzerhand alles abgelöst. Ganz richtig, sie war dürftig. Ja. Ich habe keine Fragen mehr zu stellen. Ja. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft. Herr Edner, wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Ihnen im Zeitpunkt der Vernehmung von Dulewski diese Erschießungen im Wege des Vorgriffs durch Grabner noch nicht bekannt? Nein, die waren noch nicht bekannt. Sodass, was darüber in seiner Vernehmungsniederschrift steht, nicht aufgrund eines Vorhalts von ihm angegeben wurde, sondern von sich aus. Das hat er von sich angegeben. Es war nur bekannt, dass Erschießungen da unten stattgefunden haben und dass die Angehörigen der politischen Abteilung fast durchweg dabei waren, und ohne aber, dass im Einzelnen genannt wurden. Ja, und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie zunächst davon ausgegangen, dass diese Erschießungen jeweils von Fall zu Fall aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung des Reichssicherheitshauptamts erfolgt. Ganz richtig, so war es auch vorher mal bekannt gegeben und so war es auch bekannt. Ja, es heißt nun hier in der Vernehmung von Dulewski auf Blatt 982 in der Mitte, er schildert also, dass Erschießungen durchgeführt worden sind, zunächst durch Exekutionspelotons und dann in anderer Form. Und dann schildert er, wenn zum Beispiel im Block 11 zu viele Häftlinge waren und der Platz nicht mehr ausreichte, dann nahm Grabner bei den wiederergriffenen Flüchtlingen einen Vorgriff auf den Exekutionsbefehl des RSHA vor. Er sagte mir, dass er dazu eine Sondergenehmigung hätte. Wer ihm diese erteilt habe, hat er nicht gesagt und ich hatte ihn auch nicht danach gefragt. Wo steht das, Herr Stadler? Blatt 982 in der Mitte etwa. Ja.
War das die Schilderung, die... Das waren die Schilderungen von dem Anklagten Kleski. Da wussten wir ja nichts davon. Eben, ohne dass Sie ihm einen... Das war lediglich eine Erwähnung, dass ich sagte, da waren doch ständig Erschießungen nach den Zeugenaussagen. Ja. Wie ging das vor sich? Dann sagt er, das war nochmal zu viel. Und dann sagte er das. Das war also nicht bekannt. War nicht bekannt? Nein. Und er schilderte das, ohne dass Sie ihm einen Vorhalt machten? Darüber konnte ich keinen Vorhalt machen. Gut, danke schön. Herr Rechtsanwalt Ormann. Keine Fragen mehr. Herr Rechtsanwalt Steinacker. Der Angeklagte, die letzten. Ja, nun müssten wir wohl den Herrn Edner, wir hatten zunächst, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Unterstützung des Gedächtnisses des Gerichts? Herr Edner, wir hatten Sie das letzte Mal nicht vernehmen können zu der Aussage des Angeklagten Stark, weil damals der Sachverständige nicht zugegen war. Heute ist der Sachverständige da. Wir können Sie also dazu hören. Zunächst die Frage, können Sie sich an diese Vernehmung noch entsinnen? Ich kann mich recht gut daran erinnern. Recht gut erinnern. Die Vernehmung fand wo statt? Im Polizeipräsidium in Köln. In Köln. Und wieso kam es, dass die Vernehmung in Köln stattfand? Der Angeklagte Stark wurde in Löwenich bei Köln ermittelt, wo er leider einer landwirtschaftlichen Schule war. Ja. Aus rein technischen Gründen konnte die Vernehmung in Löwenich, einem Vorort oder etwas außerhalb von Köln liegenden Ort, nicht durchgeführt werden, sondern in Köln selbst. Ja. Nun wollen Sie uns bitte einmal erzählen, zunächst wieso Sie dazu kamen, den Stark dort festzunehmen und zu verhören, und zweitens, was Sie von seiner Aussage noch wissen. Die Verhaftung, das heißt die Haftbefehle von dem Angeklagten Stark, Dilewski und Broat, waren alle gleichzeitig ausgestellt worden und die Verhaftung war auch auf einer Dienstreise geplant worden. Die Verhaftung von Stark erfolgte meiner Meinung nach nach dem 20. April 1959 als erste von diesen drei Verhaftungen. Und die Verhaftung selbst erfolgte in Löwenich und zwar befand sich Herr Stark an seiner Dienststelle, das heißt in der Landwirtschaftsschule in Löwenich. Ja, war diese Verhaftung für den Angeklagten Stark sehr überraschend? Zeigte er sich bei dieser Verhaftung ziemlich konsterniert oder rechnete er damit? Ich möchte sagen, Angeklagter Stark war selbstverständlich sehr überrascht. Und hielt sich aber sehr, sehr ruhig und hatte sich zumindest sehr schnell wieder gefasst. Er hat also den Haftbefehl, der ihm von Herrn Staatsanwalt Dr. Schneider eröffnet worden war, in Ruhe durchgelesen und bat dann zunächst in ganz ruhigem Ton, er wolle erst seinen Schreibtisch da in Ordnung bringen. Er war also sehr, sehr ruhig und gefasst. Ja. Nun, Herr Edner, zunächst hat Ihnen dann der Angeklagte seinen Lebenslauf geschildert und ihn auch geschildert, wie er zu der SS gekommen ist, dass er damals 16 Jahre alt war und dass sein Vater ihm die Genehmigung gab, in die SS-Totenkopfstandarte einzutreten. Ganz richtig. Können Sie sich da noch drauf erinnern? Jawohl. Das ist jetzt hier nicht so sehr wichtig, sondern für uns sind hauptsächlich wichtig die Dinge, die er Ihnen erzählt hat aus seiner Tätigkeit im Lager Auschwitz. Was wissen Sie davon noch? Der Angeklagte Stark wurde in der politischen Abteilung des KL Auschwitz verwandt. Ich möchte hier vielleicht gleich sagen, dass der Angeklagte von sich aus sehr aussagewillig war. Er hat also von sich aus geschildert, ohne dass er sehr und viel gefragt werden musste. Das war also so, dass er von Dingen sprach, die wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, also internas über sein Verhalten beziehungsweise über seine konkretere Tätigkeit im Lager.
Es waren damals nur einige jüdische Aussagen vorhanden von jüdischen Zeugen, die aber mehr oder weniger sagten, Stark, jawohl, auch nach dem Lichtbild, das ist der Stark, und er hat sich beteiligt wie die anderen, aber nicht im Einzelnen, sodass er auch vor allen Dingen im Einzelnen schilderte, wie er bei den Vergasungen mitgewirkt hat, dass er also zusammen mit den Sanitätern diese Zyklon B-Büchsen in diese Öffnung hineingeschüttet hat. Ja, nun, Herr Zeuge, ist es richtig, dass er Ihnen gesagt hat, dass er nur eine Zeit lang Blockführer gewesen ist und dann in die politische Abteilung gekommen ist? Ich erinnere mich, dass er nicht sofort in der politischen Abteilung verwandt wurde, sondern zunächst als Blockführer tätig war. Ja. Und hat er Ihnen dann auch erzählt, in welcher Abteilung er als Blockführer war? Daran kann ich nicht erinnern. Nicht als Blockführer, sondern in der politischen Abteilung. Ob er da in der Aufnahme etwa gewesen ist? Das vermag ich nicht. Das können Sie nicht mehr sagen. Und nun hat er dann, wie ich aus dem Gang der Vernehmung entnehme, hat er sich zunächst über die einzelnen Mitglieder der politischen Abteilung geäußert und hat auch von einem gewissen Quaggernack gesprochen. Ganz richtig, ja. Ja. Wissen Sie noch, was er von dem Quaggernack gesagt hat? Nein. Nein. Können Sie sich noch erinnern, wenn ich Ihnen den Vorhalt mache, dass hier in dem Protokoll steht, 940, ihm unterstand auch das Krematorium, das dem Quaggernack das Krematorium unterstand? Jetzt weiß ich wieder, ja. Ja. Ganz richtig. Quaggernack war also einer der ersten Leiter des Krematoriums in Auschwitz. Ja. Und dann hat er nun, nachdem er sich über die einzelnen Mitglieder der politischen Abteilung ausgelassen hatte, hat er nun zu seiner Eichentätigkeit Stellung genommen. Und uns ist es nun auch unter anderem wichtig, die Zeiten festzustellen, in denen er dort in dem Lager gewesen ist. Nun, darüber werden Sie vermutlich keine konkreten Angaben mehr machen können, denn das wäre ja nun Nein. zu viel verlangt, wenn wir das noch von Ihnen wissen wollten. Aber ich darf Ihnen hier vorhalten, dass er zunächst erklärt hat, er hätte Urlaub gehabt von Weihnachten 41 bis März 42, um die Reifeprüfung in Darmstadt abzulegen. Ist Ihnen da vielleicht an diese Aussage erinnere ich mich, dass er mehrere Monate weg war und das in der Vernehmung angegeben hat. Ja, also ich will gerade mal nachsehen. Er hat von Weihnachten 41, ja, so hat er sich auch hier eingelassen. Aber Sie können sich natürlich an die einzelnen Daten nicht mehr erinnern. Nein. Das ist verständlich. Nun, danach hat er damals gesagt, wäre wieder zurückgekommen und hätte dann noch einmal Studienurlaub bekommen, vom November 42 bis zum 1.4.43. Können Sie darüber noch etwas sagen? Über die Zeit selbst nicht, nur weiß ich, dass er in der Vernehmung das angegeben hat, dass dieses Studium gab ja auch die Voraussetzung dafür, dass er nach dem Kriege diese Stellung einnehmen konnte oder ziemlich erreichen konnte. Naja, teils, denn er hat damals Jura studiert und er ist ja in diesem Fach nicht mehr tätig geworden. Nein, aber nur, sagen wir, allein das Studium schon. Ja, ganz recht. Also, das wissen Sie nicht mehr, in welcher Zeit das gewesen ist. Nein. Er behauptet, er sei dann nach dem Studienurlaub nicht mehr zurück nach Auschwitz gekommen, sondern sei inzwischen versetzt gewesen. Nun ist mir eins nicht ganz klar geworden in diesem Protokoll. Da steht nämlich Folgendes drin. Im Anschluss kam ich wieder in meine alte Stellung in das Konzentrationslager Auschwitz zurück. Das heißt also, Ende März 1942,
nachdem er seine Reifeprüfung abgelegt hatte. Von November 1942 bis 1.4.43 erhielt ich Studienurlaub. Und ein paar Zeilen später heißt es, Mitte Mai 1942 kam ich als Oberscharführer und Zugführer zum SS-Panzergrenadierregiment der Führer an die Front nach Russland. Herr Vorsitzender, das muss offensichtlich ein Schreibfehler sein, denn 43, meine Achtung, das richtige Datum, taucht auf Blatt 23 dieser Vernehmung unten. Ja, ganz recht. Also auf Blatt 958, da ist das nachher anders geschildert worden. Also nehmen wir an, denn er hat damals gesagt, ich war, wie bereits erwähnt, bis November 1942 Angehöriger der Personalabteilung in Auschwitz. Das meinten Sie wohl, ja. Also es ist das dann ein Schreibfehler. Er kam dann nicht eben Mitte Mai 1942, sondern offensichtlich Mitte Mai 1943 nach an die Front. Nun, wegen seiner Tätigkeit. Hat er Ihnen, oder können Sie sich erinnern, dass er Ihnen etwas gesagt hat, ob diese politische Abteilung dem Lagerkommandanten unterstanden hat oder ob diese politische Abteilung selbstständig war innerhalb des Lagers, dass sie also nicht, weisungsgemäß dem Kommandanten unterstanden hat? Darüber vermag ich nichts zu sagen. Wesentlich nichts mehr zu sagen. Ob das der Angeklagte mir gesagt hat? Ja, also er hat damals auf Blatt 943 sich geäußert, die politische Abteilung des Konzentrationslagers Auschwitz war sachlich selbstständig, unterstand nicht dem Lagerkommandanten. Da können Sie sich im Einzelnen nicht mehr daran erinnern. Aber da dieses Protokoll von ihm unterschrieben ist und von Ihnen beglaubigt ist, wollen Sie damit annehmen, dass er das auch so gesagt hat. Nun hat er wohl auch von Erschießungen gesprochen, an denen er beteiligt war. Wissen Sie das noch? Das kann ich nicht genau sagen, ob er auch davon gesprochen hat. Ja. Also er hatte damals gesagt, die Aufnahmeabteilung hatte mit Erschießungen insofern zu tun, als die neu ankommende Transporte, die zum Erschießen bestimmt waren, nicht zu registrieren, sondern zum Erschießen zu führen hatte. Mit dieser Aufgabe war ich betraut. Es handelt sich hier wohl um die von den Stabostellen zur Erschießung in das KL verbrachten Leuten. Ja, davon. Da erinnere ich mich. Ja. Es waren auch keine Leute, die ins KZ verbracht werden sollten, als Häftlinge. Er musste, sagte er dann weiter, bei Ankunft von solchen Neuzugängen nach einer telefonischen Anweisung von Grabner die Menschen zu dem in der Nähe befindlichen kleinen Krematorium führen, wo sie in einem besonderen Raum durch Rapportführer Panitsch erschossen worden sind. Können Sie sich da noch dran erinnern? An diese Aussage erinnere ich mich, ja. Die Erschießung erfolgte durch ein Kleinkalibergewehr, das stets in der Blockführerstube aufbewahrt war, in dem wir ebenfalls untergebracht waren. Waren mehrere neu angekommen zu erschießen, führte ich diese gemeinsam zum Krematorium. Auf dem Weg sagte ich zu ihnen, dass sie zunächst gebadet würden. Jawohl. Ja, können Sie sich da noch dran erinnern? Und wissen Sie sonst noch, wie er da nun die Einzelheiten geschildert hat, wie diese Erschießungen vor sich gingen? Dass die Leute also gesagt bekamen, sie würden gebadet. Und dass sie dann sich ausziehen mussten. Im Einzelnen weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie getäuscht worden sind über das, was man mit ihnen vorhatte. Ja, und dann steht also weiter drin, dass der Palitsch das Gewehr zunächst hinter dem Rücken gehabt hätte und dass er dann zu den Häftlingen gesagt hätte, dass sie sollten mal da und da hinschauen und bei dieser Gelegenheit hätte der Palitsch die Leute dann erschossen. Wenn ich vielleicht hier einwerfen dürfte, das war gerade eine Schilderung, wie wir sie damals aus dem Sachverhalt noch gar nicht kannten. Das war also für uns vollkommen neu. Wir hatten keinerlei Angaben, auch in den Akten sonst nicht, war über einen derartigen Vorgang etwas enthalten, sodass das für uns vollkommen neu war. Ich konnte ihm auch keinen Vorhalt oder sonst irgendetwas machen. Ja.
Und diese Erschossenen seien dann unter Leitung des Kwaganak im Krematorium verbrannt worden. Jawohl. Ja. Nun, hat er nicht auch selbst einmal angegeben, dass er selbst bei diesen Erschießungen sich beteiligt hätte? Daran kann ich mich nicht erinnern. Daran können Sie sich nicht erinnern. Nun, er hat dann an zwei Vorgänge sich erinnert, und zwar die in den Monaten Mai, Juni 1942 im Abstand von 4 bis 6 Wochen sich abgespielt hätten. Und zwar handelt es sich da ebenfalls um solche Leute, die von der Gestapo-Leitstelle in Katowice angebracht worden waren. Er meint, es hätte sich damals um etwa jeweils 20 Häftlinge gehandelt, ausschließlich Juden und Männer. Es seien aber auch Frauen und Kinder dabei gewesen, fügt er dann hinzu. Die Kinder wären 5 bis 12 Jahre gewesen. Und seines Erachtens seien es Judenfamilien aus der Nähe von Katowice gewesen. Grabner hätte dann vor der Ankunft dieser Familien ihm telefonisch mitgeteilt, diese Neueingänge seien zur sofortigen Erschießung bestimmt. Der Grund sei ihm nicht angegeben worden. Die erste Gruppe wäre bei Tag angekommen, er hätte sie zum Krematorium geführt und in seinem Beisein seien sie von Palitsch erschossen worden. Die Kinder seien auf dieselbe Weise umgebracht worden. Und zwar hätte sich Palitsch dazu des Kleinkalibergewehrs bedient. Ist Ihnen das eine Gedächtnisstütze, wenn ich Ihnen das vorlese oder vorhalte? Ich erinnere mich an diese Schilderung, nur vermag ich zu den einzelnen Aussagen nichts Konkretes zu sagen. Ja. Nun, bei der anderen Gruppe, da wäre der Palitsch nicht in der Blockführerstube gewesen. Deshalb hätte er das Kleinkalibergewehr mitgenommen. Die Familien hätten sich nichts dabei gedacht, weil die Leute alle bewaffnet gewesen seien. Und dann hätte er ebenfalls im Krematorium dem Palitsch das Gewehr übergeben. Und der hätte das dann ebenfalls so gehandhabt, wie vorhin gesagt. Und es sei dann gemeldet worden, was, wissen Sie das noch, was mit den Leuten geschehen sei? Nein. Sie seien gesondert untergebracht worden. Dass diese Meldung sei ans Reichssicherheitshauptamt weitergegeben worden, diese Menschen seien gesondert untergebracht worden. Hat er Ihnen etwas gesagt, ob er diese Handlungsweise und dieses Erschießen für Recht oder Unrecht gehalten habe? Über diese Erschießung weiß ich nicht, ob er da meinte, die zu überhaupt, Recht oder Unrecht. Im Allgemeinen. Denn diese Erschießung, sagt er, die sei ja von der Gestapo, von der Gestapo-Leitstelle in Katowice gekommen. Aber die Tötung im KL allgemein, vor allen Dingen später, als er sagte, die Vergasung, da habe er ein Unrechtsgefühl gehabt und wollte meinen, dass das wäre Unrecht gewesen. Ja, er sagt damals bei seiner Vernehmung, Blatt 946, ich habe mich gegen die Ausführung eines solchen Befehls nie gesträubt. Das kam mir aufgrund meiner langen Zugehörigkeit zur SS und der darin enthaltenen weltanschaulichen Schulung auch nicht in den Sinn. Ich habe wohl gefühlt, dass diese Anordnungen ein Unrecht sind und habe auch immer wieder versucht, mich an die Front zu melden. Ich kam jedoch erst weg von Auschwitz, als mir schließlich mein Weiterstudium genehmigt worden war. Können Sie sich da so noch, wollte ich auch gemeint haben. So haben Sie es auch in Erinnerung. Und nun schildert er, dass er an einem Fall im Herbst 41 im Block 11 sich persönlich beteiligt habe an einer Erschießung von 20 bis 30 russischen Kommissaren, die von der Gestapo-Leitstelle in Katowice eingeliefert worden seien. Das wissen Sie nicht mehr. Nein, das weiß ich nicht mehr. Da heißt es auf Blatt 946, in einem Fall habe ich auch selbst aktiv an einer Erschießung teilgenommen, und zwar war dies im Herbst 41 im Hof von Block 11. Zum damaligen Zeitpunkt waren ca. 20 bis 30 russische Kommissare
von der Gestapo-Leitstelle in Katowice eingeliefert worden und so weiter. Das können Sie heute nicht mehr aus dem Gedächtnis bestätigen. Ich kann auch immer wieder nur dazu sagen, dass das alles diese einzelnen Internas, die Herr Stark geschildert hat, uns damals nicht bekannt waren. Ja. Wissen Sie noch etwas, ob man damals darüber gesprochen hat, ob da ein Todesurteil vorgelegen hätte gegen diese Kommissare oder ob er sich überhaupt darüber Gedanken gemacht habe? Ich kann dazu nichts sagen. Das wissen Sie nicht mehr. Es steht geschrieben, ob diese russischen Kommissare ordnungsgemäß zum Tod verurteilt worden waren, weiß ich nicht. Ich glaube es auch nicht, denn meiner Meinung nach wurden russische Kommissare fast ausnahmslos erschossen. Und dann hat er geschildert, dass er zusammen mit Grabner, Palitsch und einem Blockführer von Block 11, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, diese Erschießung durchgeführt hätte. Das wissen Sie also aus dem Gedächtnis nicht mehr. Er hat behauptet, wie viel er selbst erschossen hat, wissen er nicht mehr. Es könnten 5 bis 6 Kommissare gewesen sein. Sonst habe er aber an Erschießungen nicht mehr teilgenommen. Ja? Jawohl. Haben Sie so in Erinnerung? So habe ich in Erinnerung. Ja. Ja. Nun kam er dann auf die Vergasungen zu sprechen. Wissen Sie da noch Näheres zu erzählen darüber, was er damals gesagt hat? Das weiß ich jetzt näher, weil das die erste Schilderung war, die ich selbst von einem der Beteiligten gehört habe. Ja. Dass er also die Art und Weise, wie die Vergasungen durchgeführt worden sind, dass also dieses Zyklon B in der politischen Abteilung gelagert worden ist, dass es sich hierbei um etwa kilogroße Büchsen gehandelt hat mit schwärzlichem körnigem Pulver und dass dieses in den Vergasungsräumen, die also halb unterirdisch waren teilweise, und dass sie da hinaufgeklettert sind und dass dann oben im Abständen von jeweils 2,5 bis 3 Metern so Öffnungen waren, in das dieses Gas oder dieses Pulver hineingeschüttet worden ist und dann wieder so ein Deckel drauf. Dass das also die Sanitäter gemacht haben und dass er sich da zumindest einmal daran beteiligt hat. Ich weiß nicht mehr, ob er dazu aufgefordert worden ist. Ich habe viel mehr in Erinnerung, als dass er sich mal mitgemacht hat. Dass dann so das erstickte Schreien von unten zu hören war und dass es eine Zeit lang ging, bis dann Ruhe still war. Angedreht war, ja. Nun, sagen Sie bitte, zunächst einmal, hat er Ihnen etwas gesagt, wo dieses Gas beziehungsweise diese Büchsen mit dem körnigen Pulver, mit dem Granulat aufbewahrt waren? Ja, ich habe es in Erinnerung, als sei dieses, habe er gesagt, das sei in der politischen Abteilung aufbewahrt worden. Das habe im Gang gestanden in der politischen Abteilung. Also wörtlich heißt es in dem Protokoll, Blatt 948, das Zyklon B lagerte im SS-Revier und wurde zu Desinfektionszwecken verwandt. Wer auf die Idee gekommen war, dieses Mittel zur Vergasung von Menschen zu benutzen, weiß ich nicht. Es wurde erzählt, dieses sei im Herbst 41 in einer Zelle des Blocks 11 erstmals zur Vergasung von Häftlingen ausprobiert worden. So steht hier geschrieben. Ja. Das wissen Sie nicht mehr. Nein, dann. Ja, nun, können Sie noch sagen, wie er das erklärt hat, dass er daran teilnehmen musste? Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob er von sich aus Interesse da gemacht hat oder aber ob er von irgendjemand aufgefordert worden ist, daran teilzunehmen. Ja, also ich darf Ihnen aus 948 Folgendes vorhalten. Wie bereits erwähnt, wurde die erste Vergasung im kleinen Krematorium im Herbst 41 durchgeführt. Wie bei den Erschießungen wurde ich von Grabner aufgefordert, zum Krematorium zu kommen, um die Zahl zu überprüfen. Das war ja seine Aufgabe, weil er in der Aufnahmeabteilung war. Ich wusste beim ersten Mal nicht, dass eine Vergasung stattfinden solle. Beim Krematorium standen 200 bis 250 jüdische Männer, Frauen und Kinder. Es kann sein, dass auch Säuglinge dabei waren, alle Altersstufen.
ohne seinen Namen zu nennen, ohne einen Namen nennen zu können, kann ich sagen, dass eine ganze Reihe SS-Angehörige anwesend waren. Lagerkommandant, Schutzhaft, Lagerführer, mehrere Blockführer, Grabner und auch weitere Angehörige der politischen Abteilung. Den Juden wurde nichts gesagt, sondern man forderte sie lediglich auf, in den Vergasungsraum, dessen Tür geöffnet war, hineinzugehen. Währenddem die Juden in diesen Raum hineingingen, bereiteten Sanitäter die Vergasung vor. Eine Seite des Vergasungsraums war bis zur Deckenhöhe mit Erde angefüllt, sodass diese auf den Raum gehen konnten. Nachdem alle drin waren, wurde verriegelt und die Sanitäter haben das Zyklon B in die Öffnung geschüttet. Den Namen kann ich nicht angeben. Und nun kommt er dann weiterhin zu der Aussage auf 949. Bei diesen Vergasungen hatte ich die Aufgabe, die Personenzahl festzustellen. Bei einer späteren Vergasung, ebenfalls im Herbst 1941, erhielt ich von Grabner den Befehl, Zyklon B in die Öffnungen zu schütten, weil nur ein Sanitäter gekommen war. Und bei einer Vergasung in beide Öffnungen des Vergasungsraums Zyklon B zu gleicher Zeit hineingeschüttet werden musste. Es handelt sich ebenfalls wieder um 200 bis 250 Juden, Männer, Frauen und Kinder. Da dieses Zyklon B, wie bereits erwähnt, körnerförmig war, rieselte dieses beim Hineinschütten über die Menschen. Sie fingen dann furchtbar an zu schreien und wussten nicht, was mit ihnen geschieht. In die Öffnung habe ich nicht hineingeschaut. Nach wenigen Minuten wurde es still. Es können 10 bis 15 Minuten gewesen sein. Und dann hat er geschildert den schrecklichen Anblick, der sich den Leuten geboten hat, wie nun der Vergasungsraum geöffnet worden ist. Ja. Können Sie sich jetzt daran erinnern, dass das so gewesen ist? Ich erinnere mich deutlich an diese Aussage, ja. Ja. Und da sagt er, er sei als Leiter der Aufnahmeabteilung so ziemlich bei jeder Vergasung und Erschießung zugegen gewesen. Wie viele Menschen dabei getötet worden seien, das können er nicht mehr sagen. Es seien sehr viele Fälle gewesen, auch viele Vergasungen, weit mehr als die zwei von mir angeführten. Das stimmt so? Jawohl, das stimmt. Ja. In diesem Zusammenhang hat er stark erwartet, dass er es ihm gesagt hätte, wenn sie nicht. Können Sie sich noch erinnern, Herr Zeuge, an diese Aussage, die ich Ihnen jetzt da kursorisch vorgehalten habe, dass Stark sich einmal dahin ausgelassen hat, er habe nicht daran teilnehmen wollen, er habe dieses Einschütten des Gases nicht vornehmen wollen. Und da wäre er von irgendjemand aufgefordert worden, jetzt hinaufzusteigen, andernfalls er selbst hineingesteckt würde. Nein, von so einer Aussage weiß ich nicht. Das glaube kaum, dass das in der Vernehmung irgendwie zum Ausdruck kam. Also ich habe auf alle Fälle nicht in Erinnerung, als habe er mal geäußert, er habe sich da, er sei gezwungen worden. Ich habe viel mehr in Erinnerung, er sei für ihn selbstverständlich gewesen, ja, also, den Befehl auszuführen. Ja, ich habe gleich gesagt, ich wusste nicht mehr genau, ging er von sich oder wurde es ihm gesagt, aber ich hatte auf alle Fälle nicht in Erinnerung, als sei er mehr oder weniger unter Drohung gezwungen worden, das zu tun. Das nehme ich an, das sei mir bestimmt in Erinnerung gewesen, weil ich gerade diesen Vergasung, die mir ja erstmals geschildert worden ist, von der ich auch gar keine Ahnung hatte, dass Stark an sowas teilgenommen hatte, das sagte er von sich aus, dass er da gesagt habe, er sei unter Drohung gezwungen worden, das zu tun. Ja. Also ich darf Ihnen dann nochmal den Wortlaut vorlesen aus 949. Bei einer späteren Vergasung, ebenfalls noch im Herbst 1941, erhielt ich von Grabner den Befehl, Zyklon B in die Öffnung zu schütten, weil nur ein Sanitäter gekommen war. Und bei einer Vergasung in beide Öffnungen des Vergasungsraums Zyklon B zu gleicher Zeit hineingeschüttet werden musste. Es handelte sich um 250 Juden, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Und in die Öffnung selbst habe ich nicht hineingeschaut. Kurz und gut, es ist kein Wort davon aufgenommen,
dass er unter Androhung von irgendwelchen Übeln gezwungen worden sei, das zu machen. Nein, ich möchte auch sagen, dass der Angeklagte Stark einer der wenigen war, die ich vernommen habe in jener Zeit, die ihr Protokoll zum übergrößten Teil selbst formuliert und selbst diktiert haben. Das ist also nicht so oft, dass wir es, meistens muss man sich das sagen lassen und man formuliert selbst. Das war bei Herrn Stark also nicht erforderlich. Er hat die Redewendungen, wenn sie so drin sind, sind seine eigenen. Ja, Herr Zeuge, uns kommt es nur auf Folgendes an. Er hat es uns hier in der Hauptverhandlung so dargestellt, als ob er nicht gewollt habe, worauf der Lagerkommandant Höss zu ihm gesagt hätte, wenn du jetzt nicht machst, dass du da hinaufkommst und das Zeug hineinschüttest, dann sperre ich dich selbst in die Kammer hinein. So hat es uns hier dargestellt. Und das wäre natürlich etwas, will ich mal sagen, könnte ich mir vorstellen, dass das für den Vernehmenden doch so gravierend gewesen wäre, dass er es aufgenommen hätte. So eine Aussage ist mir nicht in Erinnerung. Wenn er sie getan hätte, wäre sie im Protokoll. Also ich meine, Sie haben doch wohl mit mir auch die Auffassung, dass etwas derartiges so wichtig sei, dass man es unter anderen Umständen aufnehmen müsste. Und das hätte ich von allein auch bestimmt auch gewusst. Ja. Ja, das hat er also damals gesagt. Und dann hat er auch noch etwas erzählt von ankommenden Transporten in Birkenau, wobei er gesagt hat, etwa ab Sommer 1942. Das wird ja wohl ein zeitlicher Irrtum gewesen sein, denn nach unserer Kenntnis ist im Sommer 1942 sind die Transporte noch nicht in Birkenau eingetroffen, sondern noch in den, auf der alten Paladerampe. Ja, hat er da etwas erzählt, dass in Holzhäusern Vergasungen vorgenommen worden seien? Dann habe ich keine Erinnerung. Da haben Sie keine Erinnerung mehr dran. Ja, er schildert da auf 949 und 950, da nicht die nicht arbeitsfähigen Personen, in der Hauptsache alte, kranke, Kinder und Säuglinge, wurden in die damals bereits bestehenden Vergasungsräume geführt. Diese bestanden aus zwei Holzhäusern, die entsprechend hergerichtet worden waren. Bei diesen Selektionen waren alle verfügbaren Kräfte der SS zusammengezogen, vor allem Schutzhaftlagerführer, Blockführer, Angehörige der Personalabteilung oder der politischen Abteilung, sowie die Lagerärzte. Ich will mich berichten, meiner Erinnerung nach war nur ein Lagerarzt anwesend. Die Selektion selbst wurde von den Schutzhaftlagerführern vorgenommen. Können Sie sich da noch dran erinnern? An diese Aussagen über die Selektion erinnere ich mich. Ja, also hier ist nämlich gesagt, dass die Selektion von den Schutzhaftlagerführern vorgenommen worden sei, während wir bisher immer wieder gehört haben, dass die Ärzte dazu eingeteilt und bestimmt gewesen seien, die Selektion durchzuführen. Aber vielleicht war das im Anfang so. Ja, es kann ja verschieden gewesen sein. Ja. Und hat er Ihnen da auch erzählt, dass er selbst diese Leute zur Vergasung hat hinführen müssen? Daran habe ich keine Erinnerung. Ich müsste es verwechseln, sonst mit einer Aussage zur gleichen Zeit. Ich weiß nicht, ob das der Stark mir gesagt hat oder ein anderer. Also es steht hier geschrieben, 950, ich selbst war einige Male bei dem Hinführen von zur Vergasung bestimmten Personen dabei. Wir alle anderen SS-Angehörigen trug ich im Dienst meine Dienstpistole. Aber meine Waffe habe ich bei diesen Selektionen nie benutzt. Ich habe auch keinen Stock genommen. Und dann schildert er, dass bei diesen Vergasungen die Menschen oft nicht hineingehen wollten. Wissen Sie da noch etwas davon? Und was geschah dann? Und dass sie dann geschlagen wurden. Ja. In diese. Er sagt allerdings hier, auch bei habe ich mit dem Stock Häftlinge nicht geschlagen, sondern höchstens hineingeschoben. Bitte? Wieso?
Nein, da schreibt er dann, sondern diese, ich will mich berichten, nicht ich selbst habe die Zögernden hineingeschoben, sondern diese wurde von den Hinterkommenden hineingeschoben, dies wurde von den Hinterherkommenden besorgt. Nun, das heißt also, das sind die eben geschoben worden, nicht, oder geschlagen worden. Er selbst sagt jedenfalls, er hätte sich dabei nicht mit Schlagen irgendwie betätigt. Ja, Herr Zeuge, dann wäre noch etwas wichtig. Können Sie sich erinnern, dass er auch gesprochen hat von den Vergasungen, die in den eigentlichen später erbauten Gaskammern durchgeführt wurden? Also das, was ich jetzt erzählt habe, bezog sich auf zwei Holzhäuser, die oder Bauernhäuser, wie wir bisher immer gehört haben, die zu diesem Zweck hergerichtet worden waren, während nachher im Jahr 43 ja ausgesprochene Gaskammern mit Krematorien gebaut worden sind, ja, die dann ein viel größeres Fassungsvermögen hatten und ausschließlich zu diesem Zweck erbaut worden waren. Können Sie sich entsinnen, ob er auch von diesen Kammern Ihnen erzählt hat? Ich möchte sagen, ja, und es handelt sich dabei um diese, die mit Erde angeschüttet waren und wo oben diese Einfülllöcher sich befanden. Dass das also die entsprechend speziell gebauten Gaskammern gewesen sind, die also verriegelt worden sind. Ja. Ja. Das ist bei der ersten Schilderung, als er sagte, der Grabner habe Ihnen den Befehl gegeben, dass es hierbei um eine Vergasung nicht in diesen provisorischen Holzhäusern, sondern um eine Vergasung in den regelrecht gebauten Gaskammern handelt. Ja, Herr Zeuge, also da sind Sie meines Erachtens nicht ganz im Bilde, denn die erste Vergasung, die er geschildert hat, die fand in dem sogenannten alten Krematorium statt. Dieses alte Krematorium, das sich im Anschluss an das Stammlager in Auschwitz befunden hat, dieses wurde später nicht mehr benutzt, nachdem man in Birkenau 4 neue Gaskammern mit Krematorium gebaut hatte. Und von diesen neuen Kammern, da wollte ich nun wissen, in Birkenau, da hat er hier nach dieser Darstellung, die er auch selbst unterschrieben hat, gesagt, wie vielmal ich bei Selektion für die ins Gas bestimmten mitgewirkt und diese ins Gas, in die Gaskammern führen musste, weiß ich nicht mehr. Es war jedoch mehrmals. Und dann hat er noch gemeint, bei den Vergasungen, an denen ich teilgenommen habe, war es auch nicht vorgekommen, dass bei einem Transport in die Kammern mehrere Vergasungen nacheinander vorgenommen wurden, sodass bei jedem Transport meiner Meinung nach höchstens etwa 500 Personen vergast werden konnten. Auch in Birkenau wurde das Gas durch die vorhandenen Öffnungen hineingeschüttet. Also das wissen Sie im Einzelnen nicht mehr. Nein. Ja. Nun, können Sie sich erinnern, dass Sie ihm vorgehalten haben, eine Zeugenaussage, wonach er mit Grabner und Palitsch an einer Vergasung von 350 russischen Kriegsgefangenen und Häftlingen des Krankenbaus teilgenommen habe. Auf Blatt 954 ist festgehalten, es kann auch sein, dass der Zeuge Badl einmal gehört haben kann, wie ich einem anderen gegenüber die Zahl nannte, derer, die in die Gaskammern gehen mussten. Die Angaben, dass ich mit einem Stock in die Leute hineingeschlagen hätte, sind nicht richtig. Das hat er vorhin schon bestritten. Die weiteren Angaben des Zeugen, dass ich im September, Oktober 41 in Block 11 zusammen mit Grabner und Palitsch an einer Vergasung von etwa 350 russischen Kriegsgefangenen und Häftlingen des Krankenbaus teilgenommen habe, entsprechen nicht der Wahrheit, denn ich habe, wie bereits erwähnt, nie an einer Vergasung in Block 11 teilgenommen. Aber daran können Sie sich heute nicht mehr erinnern. Ja.
Nun, Sie sagten vorhin etwas, dass die Büchsen mit Zyklon B Ihrer Erinnerung nach, nach seiner Aussage, in der politischen Abteilung im Flur abgestellt seien. Und da sagt er hier dazu, möglich ist es ohne weiteres, dass Bartel gesehen haben kann, wie ich mit Häftlingen zum Krematorium gegangen bin, denn die Fenster führen in Richtung des Krematoriums. Nicht richtig ist, dass ich das Zyklon B zu beaufsichtigen hatte. Möglich, es kann aber ohne weiteres sein, nein, möglich kann es aber ohne weiteres sein, dass Kisten mit Zyklon B auf dem Gang vor den Arbeitsräumen abgestellt waren. Das war das, was Sie vorhin meinten. Das meinte ich, dass ich mich erinnere, dass Angelange Stark davon sprach, dass auch Zyklon B in der politischen Abteilung abgestellt war. Ja. Und nun, hat er auch einmal etwas erzählt von Fernschreiben, die der Obersturmbannführer aus dem Reichssicherheitshauptmann Eichmann gegeben hätte, um diese Tötungen anzuordnen. Da habe ich keine Erinnerung. Da haben Sie keine Erinnerung mehr. Wissen Sie, ob er einen Blockführer namens Gehring genannt hat? Nein. Wissen Sie nicht mehr. Und nun ist es für uns noch wichtig, er schreibt oder er sagt hier, Blatt 958, ich war, wie bereits erwähnt, bis zum November 1942 Angehörig der politischen Abteilung im KZ Auschwitz. Das steht hier geschrieben und nehmen Sie an, dass das auch so stimmt, wenn er das damals so gesagt hat. Dann wird es auch so sein, ja. Ja. Ja, wie ist es? Wissen Sie, ob er etwas über Auszeichnungen gesagt hat, die er bekommen hat? Daran habe ich keine Erinnerung. Nein. Also 959 steht drin, das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern verliehen im Jahr 43 noch vor meiner Abstellung an die Front nach meinem Studienurlaub. Das Infanteriesturmabzeichen verliehen an der Front im Osten, Verwundetenabzeichen in Schwarz, erhalten nach schwerer Verwundung im Osten. Und nun kommt ein Absatz im Blatt 960. Da heißt es, weitere Angaben kann ich zunächst nicht mehr machen. Ich machte diese freiwillig und ohne Zwang. Ich konnte der Vernehmung jederzeit folgen. Es wurde während der Vernehmungszeit zwei Pausen von etwa einstündiger Dauer eingelegt, die ausreichend waren, mich wieder zu erfrischen. Ich habe während dieser Pausen auch eine Mittags- und eine Abendmahlzeit mit entsprechenden Getränken eingenommen. Meine Angaben entsprechen der Wahrheit. Ich habe die Niederschrift meines Protokolls, das in meinem Beisein laut in die Maschinen diktiert worden ist, nochmals selbst durchgelesen, erkennen Sie durch meine Unterschrift an. Das ist in Ihrer Gegenwart diktiert und geschrieben worden. Jawohl. Ja, nun wollen wir, bevor wir Fragen an den Zeugen stellen, doch mal den Angeklagten Stark fragen. Ist denn das nicht richtig, was hier gesagt worden ist? Alles richtig. Ist alles richtig? Jawohl. Ja. Also, dass Sie, wie Sie damals geschildert haben, auch an dieser Vergasung im Krematorium teilgenommen haben, davon haben Sie uns ja auch gesprochen, aber nicht haben Sie damals etwas gesagt über diese Drohung, die Sie uns hier in der Hauptverhandlung, bitte? Ja, das war alles klar. Die Sie hier in der Hauptverhandlung uns auch erzählt haben.
Sie wissen, was ich meine. Jawohl. Ja. Nur wie ist es denn nun wirklich gewesen? Wie ich es in der Hauptverhandlung geschildert habe. Ja, und warum haben Sie denn damals hier dem Zeugen Ebner, der ja von dieser ganzen Sache nichts wusste, der das also so aufgenommen hat, wie Sie es ihm gesagt haben, und Sie sagen eben auch, es wäre richtig aufgenommen worden, und Sie haben selbst durchgelesen noch einmal, warum haben Sie das denn damals nicht gesagt? Das kam mir damals nicht in Erinnerung. Also, Herr Stark, ich meine, nachdem Ihnen ein Haftbefehl eröffnet worden war, da wussten Sie ja, worum es ging und dass jetzt hier eine Sache auf Sie zukam, mit der nicht zu spaßen war. Nun, wenn Sie damals freimütig zugegeben haben, ich habe auch teilgenommen an einer Vergasung und habe dabei selbst diese Büchsengas hineingeschüttet, nachdem Grabner mir gesagt hat, da ist ein Sanitäter ausgeblieben, das musst du jetzt machen. Da wäre es doch eigentlich sehr verständlich und eigentlich selbstverständlich gewesen, dass Sie damals schon gesagt hätten, ja, ich hab's dann auch gemacht, allerdings nicht ohne Widerstand, denn das war mir zu schauderhaft. Aber da hat einer hinter mir gestanden und hat gesagt, wenn du jetzt nicht da hinaufgehst und das machst, dann kommst du selbst in die Kammer. Das wäre doch eigentlich in der damaligen Situation das Richtige gewesen. Jawohl. Darf ich dazu noch bemerken bezüglich Eröffnung des Haftbefehls? Das ist unrichtig. Ich habe meinen Haftbefehl erst am nächsten Tag gesehen, um was es überhaupt geht bei mir. Man hat mir also nicht gesagt, das und das liegt vor, sondern das habe ich alles geschildert, was ich aus meiner Sicht heraus nach, das war im Jahr 1959, vor 6 Jahren, was ich damals wusste. Das war also das erste Mal, dass ich mich nach 17 bzw. 19 Jahren wieder mit dieser Sache konfrontiert wurde. Ja. Ja. Nun, aber haben Ihnen doch diese Kriminalbeamten, die damals gekommen waren, die haben Sie doch zunächst einmal vorgeführt und dann steht im Protokoll, stehen Ihre Personalien und steht dann weiterhin drin und gibt mit dem Gegenstand der Vernehmung eingehend vertraut gemacht und zur Wahrheit ermahnt Folgendes an. Darf ich mal fragen, was damit gemeint ist. Mir wurde lediglich gesagt, bei der Verhaftung von dem damaligen Staatsanwalt, heutigen ersten Staatsanwalt Dr. Schneider, Sie waren doch auch in Auschwitz, habe ich gesagt, jawohl, na, da wissen Sie in etwa Bescheid, machen Sie sich fertig, wir müssen Sie mitnehmen. Das ist der Gegenstand der Vernehmung. Und dort nachher, in Köln, hat er mir nur gesagt, geben Sie alles an, was Sie wissen, das ist sehr günstig für Sie. Das war alles mit dem Gegenstand der Vernehmung bekannt gemacht. Ja, aber offensichtlich hat das doch genügt, um Ihnen zu sagen, worauf es ankommt, denn Sie haben ja auch die Dinge geschildert, auf die es tatsächlich ankam. Jawohl. Nicht? Jawohl. Und nun dreht sich es ja gar nicht darum, ob Sie damals schon den Haftbefehl eröffnet bekommen hatten. Es ist übrigens richtig, dass die Eröffnung des Haftbefehls am 28. April... 24. bitte. Am 23. sind Sie vernommen worden. Jawohl. Und am 24. ist Ihnen der Haftbefehl eröffnet worden, aber die Vernehmung durch die eingehende Vernehmung ist erst am 28. April erfolgt. Ja. Ja? Ja. Und bei dieser Vernehmung am 28. April, bei dem sich der Vernehmungsrichter nicht etwa darauf beschränkt hat, zu sagen, er machte die Aussagen, die er bei der Polizei gemacht hat und erklärte, die sind richtig, sondern der Vernehmungsrichter hat sie nochmals auf immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Seiten nochmal ganz eingehend über diese Dinge vernommen. Und auch bei diesem Vernehmungsrichter haben sie nichts gesagt davon, dass sie zu dieser Vergasung gezwungen bzw. durch Androhung mit allen möglichen Leiden genötigt worden sein. Herr Direktor, darf ich darauf aufmerksam machen, dass das auch nicht Gegenstand des Haftbefehls war? Herr Rechtsanwalt Erhard,
Das ist richtig. Aber wenn jemand vor dem Haftrichter, das werden wir ja nachher vorlesen, sagt, in der Folgezeit habe ich noch an mehreren Vergasungen teilgenommen. Ich kenne es. Nicht? Ich kenne die Aussage. Ja. Bei der zweiten Vergasung, die ebenfalls in einem kleinen Krematorium stattfand, erhielt ich von Grabner den Befehl, Zyklon B in eine der Öffnungen hineinzuschütten. Es geschah dies, weil der zweite Sanitäter nicht erschienen war. Das Zyklon B aber gleichzeitig in Öffnungen hineingeschüttet werden musste. Unmittelbar nach dem hineingeschütteten Zyklon B wurden die Öffnungen verschlossen. Ob sich bei einer der im Lager durchgeführten Vergasung der Sanitäter Claire beteiligt hat, weiß ich nicht. Wohl ist er mir als Lager-Sanitäter bekannt. Und da ist kein Wort davon gesagt. Herr Direktor, ich habe jetzt dazu nicht Stellung zu nehmen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, bei dem Komplex Haftbefehl, dass dieser Vorwurf im Haftbefehl nicht enthalten war. Im Übrigen kann man durchaus verschiedener Meinung darüber sein, was der Betreffende, der 1959 verhaftet wurde, für ihm vorwerfbar oder nicht vorwerfbar halten konnte, was er für wesentlich oder unwesentlich hält. Ja, aber immerhin, Herr Rechtsanwalt, stand in dem Haftbefehl drin, er habe in Auschwitz in den Jahren 41 bis 45 in mehreren rechtlich selbstständigen Handlungen zur Begehung von Morden durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe geleistet, indem er bei aus Mordlust und Rassenhass begangenen Tötungen im KL Auschwitz, deren Rechtswidrigkeit er erkannt hatte, in der Form mitwirkte, dass er bei Aufteilung der Aussonderungen beteiligt war, das sind die Selektionen, dann bei Erschießungen, dass er insbesondere bei der ersten Vergasung, steht sogar drin, dass er im September, Oktober bei der ersten Vergasung von ca. 350 russischen Kriegsgefangenen und kranken Häftlingen Block 11 mitwirkte, das, was er nicht zugegeben hatte. Und dann im Frühjahr 1942 an der Vergasung von Häftlingen aus neu angekommenen Transporten im alten Krematorium neben dem Stammlager beteiligt war, wobei er auch die Kisten mit dem Giftgas Zyklon B aufsichtigte. Also, wenn... Das hatte ich ja zugegeben. Es steht drin, Herr Rechtsanwalt, es dreht sich im Moment um was ganz anderes. Der Vorwurf, der ihm gemacht worden ist in dem Haftbefehl, ist doch so gravierend, dass eigentlich der Mensch damals hätte sagen müssen, ja, ich muss zugeben, ich habe das und das getan, aber ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und erst als die Drohung kam, ich würde selbst in die Gaskammer gesteckt, da habe ich es schließlich gemacht, da blieb mir nichts mehr anderes übrig. Herr Direktor, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es eine Frage rechtlicher Würdigung ist, ob das die Leute mit in die Gaskammer bringen, sie zählen und dabei stehen, wenn sie vergast werden, ob man die Frage der Beteiligung daran so zieht oder ob man sie anders zieht, wenn das Zyklon G unmittelbar von einem Beteiligten eingeworfen wird oder wenn er nur gezählt hat und die Leute mit hineingebracht hat. Das ist eine Frage, die der Laie, auch wenn er damals nicht zu verantworten hatte, bestimmt nicht übersehen hat. Denn er hat ja zugegeben, bei mehreren Vergasungsaktionen unmittelbar beteiligt gewesen zu sein, wie es im Haftbefehl vorgeworfen wird. Über die Frage, in welcher Form beteiligt. Also Herr Rechtsanwalt, wir wollen jetzt in dem Zeitpunkt und diesem Abschnitt des Prozesses noch nicht plädieren. Nein, ich will es auch nicht. Aber Sie haben natürlich recht, dass dieses Problem auch ein rechtliches Problem ist. Aber es ist auch ein menschliches Problem. Denn ob ich selbst mit eigenen Händen dieses Grauen anrichte, indem ich diese Giftgaskörner da hineinschütte, oder ob das ein anderer tut und ich stehe dabei und kann es nicht verhindern, das ist doch ein Unterschied. Menschlich, nicht rechtlich. Auch rechtlich, aber auch menschlich. Sicher. Nicht? Na, also Starks, Sie bleiben dabei, dass Sie damals von wem gedrängt worden seien, da hinaufzugehen? Angefangen hat der Grabner damit, nicht?
So wie Sie es hier geschildert haben. Jawohl. Und das hat dann nachher der Kommandant gehört. Moment, also es war doch so. Wieso sind Sie eigentlich dorthin gekommen in das Krematorium? Wegen Überprüfung der Namenslisten. Wegen der Namensliste. Jawohl. Nun waren Sie dort. Ja. Und da stellte sich heraus, dass ein Sanitäter nicht da war. Ja. Dann haben Sie gehört, dass wer was sagte? Da hat der Sanitäter oben gerufen, er bräuchte noch einen Mann, der ja. ihm hilft. Ja. Und da sagte der Grabner, der Stark steht doch hier rum, der soll helfen. Ja. Weil ich da mit ihrer Liste. Deckel, mit der Liste drin, ja. da rumstand. Na, da standen ja noch mehr Leute herum, nein. nicht? Nein. Sie haben doch da geschildert bei der Polizei, dass alles aufgeboten war, was überhaupt aufzubieten gewesen wäre. Jawohl, die waren alle beteiligt beim Hineinbringen, beim Verbringen ja. der Leute ja. in den Vergasungsraum. Ja. Und ich war mit meiner Liste da fertig. Ja. Nun, und dann sagt der Grabner, der Stark soll aufgehen. Jawohl. Was haben Sie nur gemacht? Und da sagte ich, hier ist doch der Quakernack zuständig. Ja. Und daraufhin sagte er, ich sollte hinaufgehen, soll nicht lange reden. Und der, sagt der Grabner. Jawohl. Und der Kommandant hörte das und sagte dann nachher, los, hinauf oder gehen Sie mit hinein. Warum haben Sie eigentlich das nicht gleich getan? Sie hatten doch bisher die Auffassung, das seien Befehle, die Ihnen da gegeben seien, und Sie hätten über Recht oder Unrecht dieser Befehle nie nachgedacht. Warum haben Sie denn den Befehl von dem Grabner, dahin zu gehen, nicht befolgt? Ja, das weiß ich heute auch nicht mehr, aber ich nehme an, weil der Quakernack zuständig war. Ja, also haben Sie das denn als etwas Unrechtes empfunden oder als etwas Menschenunwürdiges oder wie soll ich das sagen? Nein. Nicht? Nein. Sie haben das als durchaus rechtmäßig empfunden, weil das so befohlen war? Damals ja. Damals ja. Nun ja, also wenn Sie nun nicht das Empfinden hatten, dass Sie hier etwas Unrechtes oder Unmenschliches tun, sondern nur den Befehl ausführen, da verstehe ich nicht, warum haben Sie denn dann überhaupt den Befehl nicht sofort ausgeführt? Warum musste denn da erst der Kommandant sagen, wenn du nicht hinaufsteigst, dann werde ich dich da auch einsperren? Ich sagte doch, da war an sich der Quakernack zuständig. Und ich hatte doch gar nichts damit zu tun. So, das wäre also die Vernehmung von Stark. Was sind da nun noch für Fragen zu stellen? Von Seiten des Gerichts noch Fragen? Nein? Herr Vorsitzender, darf ich sprechen? Ja, bitte schön, Herr Edner. Ob ich das nicht richtig mitbekommen habe, wegen der Eröffnung des Haftbefehls und des Zeitpunkten der Vernehmung. Am Tage der Verhaftung, an dem Morgen der Verhaftung, in der Folgezeit, wurde der Angeklagte von uns vernommen, und zwar bis in die Nachtstunden beim Polizeipräsidium in Köln. Ja. Und dann wurde er in die Polizeihaftanstalt und am nächsten Tag dem Herrn Haftrichter vorgeführt, nicht mehr durch uns, sondern durch die Polizei in Köln. Die bei der Öffnung des Haftbefehls, der Angeklagte Stark erhielt eine Ausstellung des Haftbefehls in meiner Gegenwart vom Staatsanwalt Dr. Schneider ausgehändigt. Wann? Hat diesen Haftbefehl in seinem Büro, bevor er seinen Schreibtisch aufgeräumt hat, auch gelesen. Ich weiß nun nicht mehr, ob er ihn der erste Staatsanwalt Dr. Schneider zurückgenommen hat oder er der Stark ihn sogar in seine Jacke eingesteckt hat. Wir haben von vornherein gleich so viel Haftbefehle mitgenommen, dass jeder Angeklagte einen ausgehändigt bekam. Also das, ich bin ja neben ihm gestanden und meine zwei Kollegen auch. Die Verhaftung, die erste Ansprache erfolgte in der Form im Flur, da draußen, also in so einem Vorraum der Landwirtschaftsschule Löwenich bei Köln. Der Haftbefehl selbst wurde in seinem Büro, er hat ja ein eigenes Büro mit Schreibtisch, ihm ausgehängt, hat ihn auch selbst gelesen, wenn ich das noch sagen wollte. Ja, nun ja, also das weiß der Edner auch. Das, was denn? Ich bestreite das. Das ist nicht wahr. Das ist so, wie ich gesagt habe. Ja, also Herr Edner, eröffnet kann der Haftbefehl ja nur durch... Durch den Richter, ich meine den. Aber... den vorgehalten halt, den Haftbefehl. Vorgehalten.
aushändigen? Das hatten Sie ein Exemplar, was Sie ihm ausgehändigt haben? Da waren mehrere Exemplare dabei. Der Dr. Schneider hatte eins, wir hatten welche. Für uns achten. Ja, es wäre aber möglich, dass der Richter es ihm erst ausgehändigt hätte. Also in dem richterlichen Protokoll über die Eröffnung des Haftbefehls, da steht Folgendes drin. Am 24.09. Da steht drin, der Beschuldigte befragt, also über die Aushändigung ist nichts gesagt. Das heißt, nur dann nachher von meiner Verhaftung bitte ich meine Frau zu benachrichtigen. Nicht vorgelesen hätten, hingewiesen. Denn er ist ja nach seiner Verhaftung erst noch zu seiner Frau gekommen. Da gibt es ja aus dem Vermerk des Herrn Ettner nach Hause, um seine Dinge zu ordnen und ist dann erst mit nach Köln genommen worden. Also hätte, wenn ihm vom Herrn vom ersten Staatsanwalt damals der Haftbefehl bereits bei seiner Verhaftung eröffnet worden wäre oder inhaltlich mitgeteilt worden wäre, die Frau ja durch ihn selbst und auch durch die Polizeibeamten die Mitteilung bekommen. Ja, Rechtsanwalt, das eine schließt das andere nicht aus, denn das Gericht ist ja gesetzlich verpflichtet, von jedem Fall der Verhaftung Kenntnis zu geben und einem Angehörigen oder einer Person des Vertrauens. Also das ist nicht unbedingt gravierend. Nun also immerhin, nach Ihrer Erinnerung ist es so, als ob damals ihm der Haftbefehl schon mindestens mitgeteilt worden sei, ob er ihn behalten hat oder ob er ihn zurückgegeben hat, das wissen Sie nicht. Er hat ihn durchgelesen. Er hat ihn durchgelesen, ja. Nun weiter. Herr Ergänzungsrichter, bitteschön. Sie haben gerade gehört, wie ich stark sagte, dass er damals die Handlungen nicht als ungesetzlich empfunden hat. Haben Sie bei Ihrer Vernehmung, nach Ihrer Erinnerung, über diese Frage mit ihm auch gesprochen und ist er da für die Gegenwart davon abgerückt und hat für die Vergangenheit das gesagt, Sie haben es vorhin schon angedeutet. Wir haben ja darüber gesprochen, bevor es protokolliert wurde, dass er aufgrund seiner Jugend und seiner Erziehung... Ja, damals, das wollte ich hören. Sie sagten vorhin nur... Er aber so ein Gefühl hatte, als sei es doch nicht richtig. Ja, und was sagt er zu seiner Jugend? Und dass er ja bei Eintritt in die SS sehr, auch sehr jung war, also gerade 15 oder 16 Jahre alt, und dass er aufgrund seiner Erziehung davon überzeugt war, dass das... Meint er damit die staatliche Erziehung und auch, oder auch die Erziehung im Elternhaus? Ich habe es aufgefasst, die Erziehung in der SS, also in der staatlichen Erziehung. Und vom Elternhaus hat er dann nichts gesagt? Da Sie haben vorhin nur das eine gesagt, dass der Vater mit einverstanden gewesen sei, dass er mit 16 Jahren schon zum Totenkopfverband gegangen ist. Ob die darüber gesprochen worden ist, die über die Art der Erziehung im Elternhaus oder ob das mitgewirkt hat, das weiß ich nicht. Das können Sie nicht mehr sagen. Nein. Dankeschön. Herr Sachverständiger, keine Frage. Herr Staatsanwalt, bitteschön. Eine Frage noch. Herr Ettner, der Verteidiger, erwähnte eben den Besuch vor der Überführung nach Köln nochmal in der Wohnung. Können Sie sich an das Gespräch mit der Ehefrau entsinnen? Ein regelrechtes Gespräch hat meiner Meinung nach nicht stattgefunden. Die Ehefrau war natürlich sehr erschüttert. Es lief ein kleines Kind noch umher. Der Herr Stark hat lediglich, als sie fragte, ja, was ist denn nun los? Und als wir natürlich immer seine Schritte überwachten, hat er gesagt, also es handelt sich um eine Sache aus dem Krieg, von der du noch nichts weißt. Und damit war es fertig. Ich glaube, da wurde gar nicht mehr gesprochen. Es wurden nachher nur noch die Sachen, die er brauchte, zusammengerichtet. Ja, also seine Ehefrau wusste damals noch nichts von seiner Tätigkeit. Sicher nicht. Herr Vorsitzender, ich überreiche die Wehrstammrolle des Angeklagten Stark aus Auschwitz, aus der sich ergibt, dass der Angeklagte am 25.05.43 aus Auschwitz
abgestellt worden ist zur Front. Ich beantrage deren Verlesung. Gibt es einen Einwand dagegen? Herr Direktor. Bitte sehr. Dann wollen wir weiter fragen. Herr Rechtsanwalt Ormann. Ja, ich habe eine Frage an den Angeklagten Stark. Ja. Herr Stark, wer war der Sanitäter auf dem Dach oben, der allein war und gesagt hat, ich brauche noch einen, der mir hilft? Teuer. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt Rabe. Dr. Kaul. Die Verteidigung. Herr Rechtsanwalt Erhard? Keine Frage. Herr Dr. Steiger? Die übrigen Herren Verteidiger? Die Angeklagten? Stark? Wollen Sie noch etwas sagen, eine Erklärung abgeben oder eine Frage stellen? Nein, nicht mehr. Ja, und wann sind Sie denn nun weggekommen von Auschwitz, Stark? Von Auschwitz. Am 1. Dezember 1942. So habe ich das. Ja, das hatte ich einen Studienurlaub. Ja. Der Studienurlaub ging bis zum 31.03.1943. Mein Herr Verteidiger hat ja schon entsprechend Unterlagen von hier vorgelegt, von der Universität, und hat gebeten, diese verlesen zu wollen. Und während dieses Studienurlaubs habe ich an den SS-Obergruppenführer Heißmeier ein Gesuch gerichtet, dass ich bitte um Versetzung zur aktiven Einheit. Damals musste man, wer Studienurlaub hatte, zwei Fleißzeugnisse vorlegen. Und mit diesen Fleißzeugnissen habe ich dieses Gesuch eingereicht. Ja, also und zunächst haben Sie ja bisher immer gesagt, Sie seien im November zum Studienurlaub abkommandiert worden. Heute sagen Sie am 1.12.42. Ich habe damals gesagt, Ende November 1942. Hm. Und bei meiner Einlassung zur Sache wurde mir eine Übernahmebestätigung oder Übernahmeverhandlung vorgelegt vom 1.12.42. Und sagte ich da, das war der Tag, an dem ich wegkam. Also handelt es sich hier um einen Tag. Ich sagte Ende November, 30.11. Und es ist der 1.12. Und Sie sind seit dieser Zeit nicht mehr nach Auschwitz zurückgekommen? Nein. Als mein Studienurlaub zu Ende war, das war am 31.03.43, beziehungsweise ich musste am 1.04.43 zum Dienst wieder da sein. Da meldete ich mich bei Grafner zurück. Also doch in Auschwitz? Mein Urlaub war doch zu Ende und ja. Ich hatte meine Sachen noch in Auschwitz. Ja, also sind Sie doch nach Auschwitz wieder zurückgekehrt? Vom Urlaub? Ja. Aber keinen Dienst mehr gemacht. Moment, also Sie sind zunächst mal zurückgekehrt. Jawohl, habe mich zurückgemeldet. Am 1.3.43. 1.4. 1.4.43, ja. Nun dann weiter. Dann meldete ich mich bei Grafner zum Dienst zurück. Und da sagte er, was wollen Sie hier noch? Sie sind ja schon seit so und so vielen Stunden versetzt. Also die Versetzung lautete auf 1.4.1943. Ja. Und da sagte ich, da werde ich meine Sachen in Ordnung bringen und abfahren. Der 1.4. war ein Donnerstag, das weiß ich noch wie heute, weil am 31.3., das war ein Mittwoch, da hat mein Vater Geburtstag. Und da bin ich dann an dem Tag weggefahren. Donnerstags war der 1.4., kam ich an und da habe ich dann abgerüstet. Einzelne Kammern durchlaufen, meine Sachen geordnet. Und weil ich die Nacht durchgefahren war, bin ich erst am Freitag, den 2.4. abgefahren. Und kam am 3.4., das war ein Samstag, zu Hause an und bekam dann 48 Stunden Fahrtunterbrechung. Das hat es damals auf 43 gegeben, wer auf Dienstreise in der Nähe seines Heimatorts vorbeikam, konnte 24 oder 48 Stunden Fahrtunterbrechung bekommen. Und das war am Samstag, den 3.4. und Sonntag, den 4.4. war ich zu Hause. Da habe ich auch zwei Kommilitonen, die mit mir studiert haben, die haben mich auch damals besucht, die sind auch noch greifbar und können das bestätigen. Und am Sonntag, den 4.4., bin ich abends abgefahren zu meiner neuen Einheit nach Dachau.
Ja. Und am 5.4. Habe ich dort meinen Dienst angetreten und nicht am 23.5. Ich habe also mit Auschwitz seit dem 1. Dezember 1942 nichts mehr zu tun gehabt. Wer hat denn vom 23.5. geredet? Hier wurde doch, hat es doch geheißen, es solle eine Stammrolle vorgelesen werden, dass ich vom 25.5. Ja. 25.5. Also, dann wollen wir mal diese Stammrolle verlesen. Kein Einwand. Kein Einwand. Es ergeht Beschluss, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegte beglaubigte Fotokopie der Wehrstammrolle des Angeklagten Stark vom 29. Juni 1943 wird angeordnet. Einstellungsjahr 1937, Wehrnummer 21-1-16IS, Darmstadt, DSTR-Nummer 1656, Dienstgrad SS-Unterscharführer Stark, Vorname Hans, 14.06.21 geboren in Darmstadt, evangelisch, nun gottgläubig, ledig, Eltern, Vater Johannes Stark, Darmstadt, Rodingweg, Schüler, Zugang am 13.12.40 vom KL Dachau, Diensteintritt am 1.12.37, Ernennung und Beförderung, Dienstgrad, Sturmmann, 1.12.38, Rottenführer, 1.8.39, Unterscharführer, 1.6.40, Oberscharführer, 1.9.42, Strafen, keine Führung, gut, Abgang, Versetzung nach SS-Panzergrenadierdivision Das Reich, am 25.05.43. Grund, Verfügung SS-FHA-Amt vom 22. Mai 1943. Heimatanschrift W7. Zuständige Wehrdienststellen, SS-Ergänzungsstelle Rhein, Römisch 12 in Wiesbaden. DB liegt nicht vor. Personalbeschreibung, Größe 1,77, Nase gerade, Gestalt schlank, Bart kein, Haarfarbe blond, Mundart ohne besonderen Merkmal, Kennzeichen ohne besonderen Merkmal, Augen blau, Mund normal, besondere Merkmale keine. Besondere Vermerke, zum Beispiel Orden und Ehrenzeichen, besondere Ausbildung, Kommandos, Belehrung über Geheimhaltung, laufend. Erinnerungsmedaille, an den 13.03.38, an den 1.10.38, Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern, Soldbuch Nummer 12-7, 12.03. SS 7. Standarte Thüringen. Abgeschlossen Auschwitz, 29. Juni 1943, folgt der Dienstsiegel und der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, SS-Obersturmführer und Adjutant und Unterschrift. Auf der Rückseite die Beglaubigung. Also Stark, hier fällt mir auf, als Grund Ihrer Versetzung wird angegeben die Verfügung des SFHA, Führungshauptamt oder wie Jawohl. Das heißt, ja? Ja. Vom 22. Mai 1943. Wenn die Verfügung am 22. Mai 1943 erst ausgesprochen worden sein kann, dann stimmt die Versetzung vom 25. Mai zeitlich damit überein. Aber eine Versetzung am 1. April wäre eigentlich dann nicht recht zu verstehen. Darf ich dazu Folgendes ja. erklären? Dann möchte ich mich insofern berichtigen, als es sich am 1.4.43 nicht um eine Versetzung, sondern um eine Kommandierung gehandelt hat, sehe ich eben hier raus. Am 1.4.43 wurde ich zum Ausbildungsbataillon nach Dachau versetzt. Das hat nichts mit dem KL zu tun, sondern war im Übungslager. Es handelt sich um ein Ausbildungs- und Lehrbataillon, zur Vorbereitung für den späteren Besuch einer Junkerschule.
Ja, also das, und, was Sie jetzt sagen, können wir nicht nachprüfen. Wir können nur das feststellen, was in den Urkunden drin ist. Jawohl. Wenn das anders war, wie Sie uns eben sagen, dann wäre es zweckmäßig, wenn Sie darüber irgendwie noch eine Unterlage uns beibringen jawohl könnten. Vielleicht. Und es sind mehrere Zeugen dafür da. Ich hatte nur geglaubt, es sei nicht notwendig. Ja, ja, ja. Und darf ich das noch ja zu Ende bringen? Und von diesem Lehrgang wurden so und so viele wieder zu ihren absendenden Einheiten geschickt. Und ich wurde geeignet befunden damals und kam zur Frontbewährung zu einer Feldeinheit. Ja. Das war also die Zeit vom 1.4.43 bis zu dieser endgültigen Versetzung eben dann nur eine Kommandierung. Hm. Aber seit dem 1.12.42 habe ich in Auschwitz keinen Dienst mehr gemacht. Hm. Gut. Wenn sonst keine Fragen, Herr Staatsanwalt Küchner. Im Zusammenhang noch eine Frage an den Angeklagten Höcker. Herr Höcker, Sie haben nun ziemlich ausführlich gehört, was ein SS-Unterführer-Dienstgrad da in Auschwitz nach seiner eigenen Darstellung erlebt hat. Ich bin überzeugt, dass wenn beispielsweise der Angeklagte Schlage oder der Angeklagte Kaduk oder Angeklagte Boger uns erzählen würden, was sie so alles da erlebt haben, dass das ungefähr dasselbe wäre und noch schlimmer. Und Sie wollen uns nun sagen, dass Sie als Adjutant, dass das alles an Ihnen spurlos da vorübergegangen ist, dass Sie das da überhaupt nicht gemerkt haben, dass Sie mit diesen Dingen nichts zu tun hatten. Wollen Sie dabei bleiben? Hierzu kann ich Ihnen sagen, Herr Staatsanwalt, ich habe nicht ein einziges Mal an diesen Dingen teilgenommen und bin mit diesen Dingen nicht in Berührung gekommen. Na, also Herr Höcker, nun sagen Sie, Sie haben nicht teilgenommen, dass Sie da kein Gas reingeschüttet haben, das glaube ich Ihnen gerne. Aber wenn Sie sagen, dass Sie mit diesen Dingen nicht in Berührung gekommen sind, wollen Sie das aufrechterhalten? Jawohl. Wollen Sie sagen, dass Sie damals überhaupt also davon nichts gewusst haben? Direkt nicht, das hat sich ja alles in Birkenau abgespielt. Das hat sich alles in Birkenau, das war 10 Kilometer weg, ja? Noch 10 wohl nicht, die Hälfte wohl. Die Hälfte, also 5 Kilometer. Und Sie wollen also sagen, dass Sie damals, als Sie in Auschwitz Adjutant waren, doch immerhin 3/4 Jahr lang, wenn ich mich recht erinnere, dass Sie also damals nichts davon gewusst haben? Ich habe davon gewusst, erfahren, bin daran aber nicht beteiligt gewesen. In keiner Weise. In keiner Weise. Das wollen Sie also aufrechterhalten. Und Sie wollen auch, und danach, das möchte ich mich noch mal ausdrücklich vergewissern, ehe wir hier weitermachen. Sie wollen also auch sagen, dass es in Birkenau eine eigene Fahrbereitschaft gab, die dem Kommandanten des Lagers Birkenau unterstand? Soviel ich mich entsinne, war Birkenau eine Anzahl Fahrzeuge zum eigenen Einsatz, zum eigenen Betrieb und Verwendung. Sie wollen also nicht mehr behaupten, wenn ich Sie jetzt recht verstehe, wenn Sie sich recht entsinnen, dass diese Fahrbereitschaft dem Kommandanten von Birkenau unterstand. Es ist möglich, dass die Sie wollen Prager das nicht Halle, mehr behaupten. Sie sagen jetzt, es kann möglich sein oder es kann nicht. Ich kann Ihnen das nicht definieren. Aha. Ich kann Ihnen das nicht definieren, weil ich mit der Fahrbereitschaft in der Weise nichts zu tun gehabt habe. Ja. Ich habe die Prager Halle noch nie betreten. Das mag ja sein. Deshalb kann ich auch gar nicht wissen, wie das da vor sich ging oder wie die ausgesehen hat. Das mag ja schon sein, aber deshalb könnten Sie getrost wissen, was die Fahrbereitschaft zu tun hat und wer dafür verantwortlich war. Das habe ich bereits eindeutig gesagt. Also über das eindeutig werden wir uns noch unterhalten. Dankeschön. Ist an den Zeugen noch eine Frage, Herr Rechtsanwalt? Wir wollten nämlich sonst den Zeugen beeidigen und entlassen, weil er, glaube ich, pressiert ist. Ja, Herr Edner, Sie sind das letzte Mal nicht beeidigt worden. Nein. Sie müssten also Ihre beiden Aussagen heute beeidigen. Jawohl. Sie können das mit gutem Gewissen tun. Jawohl.